Einen wunderschönen guten Abend, CLS22. Wir sind auf der Wright Farm Besichtigung und nein, das hat nichts mit der 1950 Historie zu tun, weil dann wäre das hier Kuckucksklan oder so. Ja, da gab es mal eine Farm, die hieß auch Wright Farm in Texas, aber das hier ist nicht Texas, sondern eine Mapkarte zum Spielen. So, hier startet man. Ich habe hier noch gar nicht geguckt, jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist das Wohnhaus. Der Hund wird auf jeden Fall nachher eingeschläfert, weil ich mag keine Hunde auf der Karte. Silo, alles da. 4 Mods müsst ihr runterladen. Zur Karte. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wobei, an sich ist es ja schon bekannt. Da gab es ja schon genug Vorinformationen. Gibt es hier Licht drin, ne? Wollte schon sagen, sind hier Pflanzen? Nee, da steht einfach eine Pflanze drin. Dann schauen wir uns das mal Ganze an. Ja, Licht geht nicht. Gut, kein Licht. Kann man hier überall rein? Also das Gebäudepack. Objektlager. Oh, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Ja, das Gebäudepack habe ich mir vorher nicht angeschaut, was gestern kam. Hatte mir aber... Ist hier ein Lichtschalter? Ah, mal ein Lichtschalter. Okay. Okay, das kam wieder zu. Ich habe mir das gestern nicht angeschaut. Deswegen schaue ich mir das jetzt an. Also, schön großes Beinlager mit Maschinen, wo man rein kann. Das ist natürlich sehr praktisch. Mit einer schönen Auffahrt. Hier haben wir sicherlich Wasser. Nein, das sind Unkrautvernichtungen. Dann haben wir hier Maschinen. Coon and White. Okay, ich komme da leicht durcheinander. Tapezierte, moin moin. Hat er komplett eigene Maschine reingemacht? Das ist nicht eigen. White Farm Mods. Okay, er hat die Fahrzeuge auf jeden Fall geändert. Das hatte er ja schon geschrieben, dass der 4955 mehr PS bekommen hat und das reichlich 246. Ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist. Und der hat 170, der hat ja eigentlich 200 etwas. Aber es sind zwei Fahrzeuge drauf, das ist natürlich cool. Jetzt will ich nur mal kurz gucken, der Schwadder ist auch Wright Farm, okay. Alles geändert hier oder was? Nee. Geh jetzt nur mal kurz durch, um zu wissen, ob da... Euro wert. Ja, 1257 Slots, wie man sieht. PDA. So sieht das Ganze aus. Praktisch einfach gut. Extrem helferfreundlich, aber es ist halt USA. Uns gehört Feld 17 mit Mais, 3 mit Weizen. Dann haben wir noch Gerste und wir haben, ich weiß nicht, ob das Kartoffeln sind, ne? Gott, oh Gott. Und ein Grasfeld. Ungewohnt, ne? So. Spontanische Karte jetzt. Ja, ich meine, jetzt gehen wir zu den anderen Karten. Wofür sorgt das Ding hier? Ein Mischer, ne? White Farm. Elm Creek. Gehört das zum Kreis Elm Creek hier? Ja, das sind die neuen Silos, die im Silo-Pack sind. Von dem Bernie. Dann haben wir hier Güllelager. Schöner Unterstand mit Maschinen. Gleich schon LKW am Start. Jetzt mit dem Licht irritiert mich. Doch hier geht Licht. Drüben geht kein Licht. Okay. Ja, Mistplatte. Hier kommen wir auch rein. Was ist hier? Noch ein Lager? Was? Ja. Und das ist eine Werkstatt. Also Lagerplätze haben wir genug. Das heißt, man kann hier mit Big Packs und Ballen und haben gesehen arbeiten. Hier haben wir den Schweinestall drin. Kleinen Ferkel. Andi moin, Hotti moin, Wampetagger moin. Mein Liebling ist dabei, der 14. Klaus Wachter immer moin und Dani Düsenripp moin. 1455. Der Ältere meinst du, ne? Ja. Ja. So sieht das hier aus. Was haben wir hier noch?
Und Lada Braco, das ist doch für Bobcat, ne? Ja. Den haben wir auch. Muss ich hier Wasser auffüllen oder was ist das hier? Müssen wir dann gucken. Ja, noch ein Tiefenlockerer. Flug brauchen wir hier nicht. Hier vorne ist das Wohnhaus. Was ist denn? Unterstandplätze. Upp. Das Wasser, da ist der Wagen. Da hinten ist noch ein Gabelstapler, sehe ich gerade. Was ist das hier? Kleine Werkstatt. Wie bei Sievers Husum. Bayerische Einrichtung. Aber die Küche ist mal fast auf Originalmaße, ne? Haben wir ja noch ein Wohnhaus oder so? Gut. Und nach oben kann man nicht. Planschi, Plinschi, Plinschi, Platschi. Schöner kleiner Teich, sehe ich auch immer. Wir fahren mal mit dem Auto um die Karte. Wir sind ja sonst immer früh geflogen. Aber wir schauen uns das mal mit dem Auto an. So. Oh, dann fahren wir gleich mal da durch, ne? Wenn wir hier sind. So, da läuft einfach mal einer rum hier in der Nähe vom Hof. Holt die Hunde raus, würde ich sagen. Hier haben wir heute Hüs, separat. Sieht ein bisschen aus, ob es vergessen worden ist. Also nachträglich. Aber es ist zaungefärbt in White. Finde ich schön. Sieht aus. Natürlich sehr sauber verarbeitet, ne? Plattes Land. Mögen viele nicht. Aber es ist halt USA, weil so platt ist es nicht. Was haben wir hier? Muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Ja, ja, speichern mal. Sind wir da? Popcornproduktion, gleich vor der Nase. Pommesproduktion, Kartoffeln, Popcorn, Molkerei, Milch. Hier ist der Shop. Root Dinner, Diner, das ist das Restaurant, da fahren wir mal hin. Großhandel, Bäckerei, steht da denn? Sieht nachher egal wie aus. Alte amerikanische Mühle. Viehhandel. In Kreise, hier ist Force, Stein, Sägewerk, Sägewerk. Okay, das irritiert mich hier. Das hier. Obwohl es in echt eigentlich keine Karsche ist, aber egal. Gut, wir haben hier die Popcornfabrik, wir haben hier Maisfelder. Wohin habe ich mich verfahren? Ja, extrem helferfreundlich, ne? NC, moin moin, Markus, moin. Standardautos. Aber wenigstens die Straßen mit den schwarz und gelb Markierungen. Also die Straßen wurden nachträglich gelb markiert oder ist gelb markiert. Strommessen sind von Top LEDs. Passen hier sehr schön rein. Was haben wir hier? Pommesfabrik. Wo bin ich denn gegengefahren? Aber das ist kein Standardgebäude, ne? Oder ist das ein Standardgebäude? Nicht gar nicht. Na, das hätte ich nachträglich hier unten gefärbt. Da ist der Standardboden unter, wie man sieht. Naja, ist ja nicht so schlimm, kann ich ja nachträglich immer noch machen. Geht's hier hin? Hier ist gut zum Rangieren. Das Interaktions nicht an.
Das ist der Unterstand. Rangierfläche, Felder. Kann mich jetzt nicht dran erinnern mit den Gebäuden, bin ich ganz ehrlich. Bowling? Echt? Oh. Oh. Wie bei The Valley. Geil. Totaler Stillstand. Versuchen es nochmal. Ach komm, dann leck mich doch am Arsch. Gut, dann halt nicht. 19 C-Klasse, 19 Klasse, dann sind wir. Ne, begrüßt euch. Ja, Produktion Pommes, das ist da. Auto müsste noch an sein, das laute Hubel. Das ist natürlich für die US-Freunds und US-Leute jetzt auch weltweit natürlich der Vorteil, dass sie dann auch mal eine tolle Karte bekommen im US-Look, weil sie ja die Deutschen nicht so fermentieren, also so spielen. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der Hintergrund, ich weiß es nicht. Dass da die allgemeine Community angepölt wird. Ja, US-Karten kommen die nicht sowieso reichlich, also nur mal so zur Info. Haben wir hier wieder Saatgut kaufen so? Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, wunderbar. Ah, das liebe ich, das liebe ich. Da ist der Shop. Komme ich denn da hin? Okay. Das sieht ja danach aus, dass der Paddy sich ein paar Mal verfahren wird. Noch nicht? Ah. Meilen und dann gleich Shopschild. Hier geht's in die kleine Stadt. Kleine Tankstelle, Shop da hinten. Ja, das sieht aber schön aus hier. Einen kleinen typischen amerikanischen Vorort. Ja, schade. Hätte ja gerne da geguckt, aber sieht schön aus. Schöner Auslauf der Karte, ne? Ja, das machen immer mehr Leute, finde ich auch gut. Ja, dass die Karte nach außen hin so gesehen die Gebäude hier noch zeigt und dann läuft das aus. Was ist denn hier für ein Verkehr? Bisschen viel. Also üblich in Amerika. Ja, hier haben wir die kleinen Häuser. Schön, da hinten ist eine kleine Kirche. Da gehen wir mal hin. Wie heißen diese, die nur mit Kutschen fahren und so. Die haben doch solche Kirchen. Oder wenn jemand den Film Flight kennt mit Denzel Washington, wo er mit einem Flieger einen Absturz macht, da knallt auch durch seine Kirche durch. Oder durch die optisch gleiche Kirche. Gib uns ein Flugzeug, wir testen das. So, Parking only, nur für Pastor Brahms aus Brahmsfelde. Wir fahren hier mal raus. Die optische Darstellung mit den Strommessen und Straßen, so, das gefällt mir schon sehr gut. Also hier sind Felder. Alles schon. Bisschen viel Verkehr für mich. Ja, Geschmackssache, aber. Das ist deiner und dann geht das hier hoch zur Mühle. Zur Anführungsstrich amerikanischen Mühle. Zu deiner. Burger 8 Dollar. Ja, das sind Preise, die gibt's nicht mehr. Nee, nee, in Amerika nicht mehr. Voll süß, ne? Das ist auf jeden Fall eine Karte, die auf jeder Plattform funktioniert, weil aufgrund der kleinen Speicher und diversen Sachen. Echt cool aus. Na gut, falsch geschrieben hat. Auf Valley ist der Verkehr ausmörderisch. Ausmörderisch. Auch mörderisch. In the Valley. Da wo mein Hof ist, da ist gar kein Verkehr. Mal so zu Info. Weiß nicht, warum das eine amerikanische Mühle sein soll.
Ist die auch als amerikanisch markiert? Gut, dass das Windschwingenblatt, was hinten ist, das ist amerikanisch, ja. Aber egal. Passt hier rein. Das ist das Wichtigste. Der Rest ist unwichtig. Schönes Maisfeld. Schönes Maisfeld. Nicht wundern, wenn es Hintergrund knackt hier. Das hier ist ganzen Tag hier Regen gewesen und jetzt scheint draußen die Sonne und man merkt sofort, die Temperatur geht hoch. Und dementsprechend, weil ich mein Getränk im Fenster stehen hat, dehnt sich jetzt die Flasche aus. Die Pad-Flasche. Paddy. Die Paddy-Flasche. Kommen wir hier hin? Ja, Übergänge, alles ist perfekt. Ne? Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Ja, bei Kalle, das muss man sagen. Bei Kalle, die Karten, ist immer alles perfekt. Könnte sich jeder andere, aber auch wirklich jeder andere moderne Scheibe von erscheinen. Ist das unser LKW, der hier steht? Ganz verdächtig aus. Oh. Auch noch mein Black Edition, der würde auch noch ganz gut passen. Na, hier kann man auch endlich mal so amerikanische Sachen spielen, ne? Wobei ich ganz ehrlich bin, der Case, der JD, du brauchst. Es sind ja so gesehen Mod-Fahrzeuge drauf, die werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Farmer Market, da vorne Schluss. Oh, hier fällt ein Faden. I love it. Auch hier ist noch Bauland. Falls jemand bauen möchte. Das ist gleich Schluss. Oh, hier einen Faden mag ich. Puschelige. Da man unsere Farm da hinten schon wieder sehen kann. Ja, ich fahre jetzt mal zügig außen rum. Wir fahren nochmal zur Forstgegend. Könnte man hier mal eine Runde anreißen, ne? Schaden tut's ja nicht. Schnell besichtigt, ne? Lümi, moin, Mario, so sie hoch, moin, moin, grüße ich. Däumchen ist hinterlegt. Dankeschön, Böhm. Ja, okay, Schilder umfahren kann man. Stoff, immer Stoff. So, hier waren wir noch nicht. Zaun geht hier links lang. Finde ich hübsch. Ich sag ja, die Optik, wenn man jetzt hier so zurückfährt und hochkommt, hinten die Ranch und so, das sieht schon USA-like mäßig aus. Gefällt mir bis jetzt. Heaven, grüße ich. Bin leider unterwegs, wird ja noch später noch zu euch zu kommen. Ja, alles gut, alles gut. Jetzt hier lang, wir fahren dann mal geradeaus weiter. Grünes Feld. Das ist eine Feldscheune, kann man die benutzen? Ja, wäre praktisch, ne? So Mähdresche einlagern oder so. Wo sind wir? Wo sind wir? Ja, kann man kaufen, aber ich kaufe vielleicht das halbe Land hier noch zu. Mache ich das? Naja gut, man kann sie kaufen, das heißt sie geht auch auf. Ich kaufe sie jetzt mal nicht, weil wenn man hier Spiel antesten, ist man ein bisschen aufs Kleingeld achten. Das können wir immer noch machen nachher. Was zu Ende? Wieder so ein kleines Dorf. Also mit dem Pickup hier hinter finde ich cool. Ich hatte eigentlich hier so ein bisschen erwartet, ich weiß nicht, vielleicht waren meine Ansprüche auch zu hoch. Bei der Ohio-Karte fahren ja Dodge Challenger und Dodge Ram Pickups rum, für die Leute, die die Karte nicht kennen. Und ich dachte eigentlich, hier wäre sowas auch drauf, weil dann wäre es 100% USA, komplett Style. Vorteil ist natürlich aufgrund der Gebäude und auch der Produktionsgebäude, die Giants ja von Haus aus angeht für USA, ist natürlich so eine Karte hier, so eine USA-Karte, natürlich eine feine Sache zu bauen, ne? Die Gebäude sind da. Mama Joe ist deiner. Mama Joe. Kommen wir zur Mühle. Hier steht nochmal ein LKW.
Scheiße, ich komme da nicht mehr raus. Wieso ist der als LKW gekennzeichnet? Ich kann einsteigen als, ich betone, Beifahrer. Ich kann aber keine Kamera mehr drehen, nichts mehr. Es geht gar nichts, ich kann nicht aus. Oh. Gefährlich, Leute. So, Produktion. Was denn? Getreidemühle, okay, ich nehme alles zurück in die Produktion. Getreidemühle. Ja, kann man nicht mehr aussteigen. So, hier wurde nochmal zusätzlich ein bisschen Forcing geknallt. Wer es mag, der darf. Ja, gut, Müller ist ja bekannt. Gut, der Vorteil ist natürlich. Entschuldigung. Kommst mit dem LKW da rein, kannst du abladen und kannst auch gemütlich hier wieder wohl rausfahren, ne? Ja, die Bäume, muss ich leider sagen, die passen zwar zur amerikanischen Atmosphäre, also beschissen zu bearbeiten. Aber gut, da kann man sich ja zur Not eigene pflanzen. Nö. Wo? Und hier mein Haus? Ne, ist nur Ladefläche, alles schon verstanden. Ja, werden wir die mal antesten, anspielen, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt einmal zu Fuß. Das mit der LKW ist hier, das verstehe ich nicht, ist gefährlich, du kommst auf der Konsole nicht mehr raus aus dem Fahrzeug. Nur wenn du Steuerkreuz zippst, also Leute, steigt da nicht ein. Dann seid ihr gefangen. Kidnapping. So. Wir ballern jetzt hier erstmal zurück. Komm ich durcheinander. Hier ist unsere Range. Ist denn das hier hinten? Die Einfahrt finde ich schön. Susi, Mario, Susi, danke schön für den Euro. Was soll mir das Schlafsymbol halt sagen? Ist dir zu müde, zu langweilig? Oh. Holz für die Zahnstocherproduktion. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen für die Marina Chat. Mutrecht, moin moin. Guten Abend, Petty Chat. Anibuna, moin moin. Vielen lieben Dank, bist du müde? Ja, einfach so. White Farm, rostiges Schild. Ja, hier ist die Textur nicht so schön, aber hier sieht sie. Nee, das täuscht immer. Nicht geil mit diesen rostigen Schildern, ist in echt auch so. Schön gemacht, gefällt mir sehr gut. Was steht drüben? Privat State Trail, also Privateinfahrt. Private, ja, okay, nochmal der Hinweis, dass hier alles privat ist und keiner hier. Weißt du, was geil gekommen wäre, Kalle? Auch ein Blechschild oder hier Holzblech? Ein typisch amerikanisches, eigentlich, dass diese Schilder mit einem Schrotgewehr mal angeschossen sind. Aber gut, man kann ja alles haben. Was ich gut finde, dass er hier nirgendwo diese übergroßen Werbeschilder hingeklatscht hat. Versauen wir alles. Ja, schöne kleine idyllische Vorstadt soll das sein. Gefällt mir sehr gut. Ja, kann man jetzt nicht mit einer Großkarte vergleichen, das ist ganz klar. Es ist auch ein anderer Attitude hier. Wobei man sagen muss, Kalle, ja, so kleine Karten baut, der ist ja nicht so oft groß. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier? Hier können wir die Hühner kaufen. Ja, dadurch, dass natürlich die Silos alles drauf sind und auch die Fahrzeuge. Ist ja eigentlich schon eingespannt, brauchst gar nichts mehr kaufen, weil ein 200 etwas PS JD, da brauchst du ja echt nicht mehr viel holen. Wir rennen mal kurz zum Hund, den schläfern wir kurz ein. Ja, den mag ich nicht. Wenn jetzt einer sagt, magst du keine Hunde? Ach, das hat ja keiner gesagt. Ich mag bloß die Hunde von Giants nicht, die durch die Wände laufen, sind hier nicht in der Matrix. Hier ist wieder so ein Kommentierer, das heißt, die Lagebunker braucht man nicht. Da vorne ist Werkstatt gegenüber. Ja, da. Auch ganz cool. Merke ich mir. Mit der Fläche hier vorne. So, wo sind jetzt die Traktoren? Wo hat er die jetzt nochmal abgestellt? Das müssen wir mal durchschalten. Ja, hier ist eine. Okay, hier ist eine gewesen. Das ist der andere, aber er hat da noch einen anderen. Also hier.
Gibt es irgendwie Unterschiede zum Original? Wir sollten mal gucken. Das ist beides irgendwie nicht täuschen Mittel. Also Leistung ohne Ende, das ist gut. Reifen, Kennzeichen. Nichts Frontlader, gar nichts. Das ist einfach nur die Leistung. Beim Case gab es ja auch einen Mod als Frontlader. Auch das ist nicht der Fall. Um nur 170, das verstehe ich nicht. Ah, okay. Dann wird der auch Zwillingsbereifung haben, ne? Ja, aber die haben wir ja beide. Können wir die auch nutzen? Wir fahren den erstmal raus. Wobei, lassen wir stehen. Komm ich gerade durcheinander. Wo sind wir? Nur Silo. Futter Silo. Soll ich da fertiges Kraftfutter reinballern oder was? Irgendwie sowas wäre das so sagen. Und der Idee natürlich gut, weil du kannst direkt hier absaugen. Abtanken. Oh, kannst dann, ja, das ist ja an sich, das müssen wir uns erstmal eintüdeln. Den Case meinte hier dein Liebling oder was? War 8910, 1444er ist der kleine LKG. Das ist ja kein, in meiner Meinung kein 1455er. 1455er sieht doch ganz anders aus. Naja, gut, ist auch egal. Schmalspurreifen hat er drauf, ja. Mag den Case generell ganz gerne. Auch den Original von Giants. Allein von der Sitzposition schon, ne? Man sitzt die Motorhaube sehr hoch. Schön einfach strukturiertes Fahrzeug. Gut übersichtlich. Das vermisst man, ne? Vielleicht sollten wir den bei den einen oder anderen mit reinnehmen, ja. Projekt. Ja, den mag ich wieso, aber ich mag ihn nicht mit Zwillingsbereifung hinten. Jetzt habe ich so ein kleines Malheur. Aber egal, wir gucken jetzt erstmal, was Tacheles ist. Wird die alle ausgemacht? Ja. Ja, wir haben hier ein Feld hinten. Da steht auch schon irgendwas. Gabelstapler. So, dann reißen wir mal weg. Haben wir denn Mähdrescher? Den fetten Case. Passt natürlich Case, ne? Brauchen wir nicht überreden, aber gleich so ein Klopper. Haben wir denn ein Schneidewerk? Ja. Hab ich markiert. Wo muss er stehen? Aha. Aha. Thomas, moin moin. Der ist bei einem Moin. Ah, es regnet mal. Und finde ich überflüssig. Er läuft halt durch die Wände und so, ne? Das finde ich nicht so besonders pfiffig. Ja, es ist aufgrund der Kollision und ich kann es auch verstehen. Echt jetzt? Aufgrund der Scheune kann ich den da nicht rauspicken. Alle. Ich schräg reinfahren, damit ich den wenigstens rauskriege. Das Problem ist einfach. Wie komme ich denn da hin? Das Problem ist einfach, aufgrund. Der Hund muss ja kollisionsfrei sein und man muss durch die Wände gehen können oder er muss durch die Wände gehen können. Bei Fahrzeugen, alles andere könnt ihr ja verstellen im Baumenü, aber wenn ihr natürlich irgendwo was hinbaut, müsste er systemtechnisch gesehen sich jedes Mal neu einlernen. Und man müsste dann jedes Mal sagen, hier, da musst du lang gehen und so. Das ist ja, muss ja so sein, aber ich finde es trotzdem nervig. Und manchmal läuft er weg und ist gefühlt gar nicht mehr da.
Was stimmt mit den Ladewagen nicht? Hat die, das, keine Ahnung, war das schon immer so beim Case? New Holland ist sehr stark vertrieben, da neuerdings in Amerika. Ja, weil Case so teuer geworden ist. Ja, dann jagen wir ihn erstmal hier rüber. Ich habe grundsätzlich den 1485er optisch nicht so mein Fall. Der 89er, ja, aber von der Sitzposition und Optik drin schon recht gut. Und der 1455. Jetzt sind für man seit wann schneller so die Optik? Okay. Der 1455 ist ja der kleine Lütte, ja. Der hat ja immer noch den Vorteil, du hast Frontlader alles. Ich glaube 170 PS ist der Aufgebote, den gibt es aber glaube ich gar nicht, also 145 der kleine. Ja, was ist denn da hinten zu sehen? Kommt da noch was, Kalle, oder wie? Erweiterung oder so, sieht so aus. Ja, kann man spielen, ne? Ja, jetzt würden viele sagen, du musst doch wieder voll aus dem Häuschen sein. Also die Karte ist top verarbeitet und so, das hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Aber es ist auch immer die Sache mit den amerikanischen Karten. Viele mögen amerikanisch nicht. Ich finde, das ist eher so ein idyllisches Dorf hier oder soll es darstellen. Grundidee dafür ist okay. Ja, die Farmgebäude und so, ja gut, das ist. Ja, man muss ja einfach sagen, wie es ist. Die Bernie-Gebäude sind ja gewollt auf jeder Karte. Oder die Dimi. Dimi und Bernie-Gebäude und da weiß man einfach, was man bekommt. Das ist Fakt. Aber es ist schon heftig, wie sich die Zeit und alles so verändert hat, ne? Wenn ich mal überlege, das erste USA-Pack auf der ersten Karte, die auf der gleichen Baubasis gebaut war wie von der Frühling, die von Bernie, die Karte, da war ja die, das auch so ein ähnliches Pack drauf, wo man da noch gefragt hat, ja, machst du das für Konsole? Nee, mache ich alles nicht. Wie sich die Zeiten so ändern, ne? Schon heftig, aber im Positiven, muss man sagen. Bin wieder weg. Upp, tschüss, Mario. Beim Streamen, was, viel Spaß beim Streamen. Jo, danke. Jens, moin. Christian, Sattler, moin. Huch, ich komme von der Bahn. Hier sehe ich das geil, ne? Ja, idyllische Landromanze, hier wollte ich schon gerade sagen. Es ist auf jeden Fall gut, diese, ich nenne es jetzt mal Ohio Minidörfer oder Kansas City Minidörfer, wo die Tornados immer so schön durchledern. Sind natürlich immer ein bisschen anders aufgebaut. Viel Dorf, große Felder, Landschaft und Hintergrund sind keine Hügel, ist plattes Land. Ich weiß gar nicht, welche Region das hier sein soll. Das weiß ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber es sieht schön aus. Es sieht schön aus, klein, butschelig. Ne, wir werden uns hier mal ein bisschen eindiddeln. Dann mal antesten. Was funktioniert alles? Ich wusste aber gar nicht, dass der Case Mähdrescher hinten keinen Strohauswurf hat mit dieser extremen Rauchfontäne, was ja eigentlich üblich wäre, sondern nur so ein bisschen. Das ist mal der Vorteil bei US-Karten, da kann man nochmal US-Sachen testen. Ich weiß gar nicht, den Case habe ich glaube ich noch gar nicht gefahren, oder? Ich weiß das gar nicht. Ultra selten. Jedenfalls ist die Mähwerkwahl gut. Die kommt aus der Bahn. A little bit. Was haltet ihr denn von der Karte, lieber Chat? Schreibt da mal bitte rein. Seid ihr so der US-Kartenspieler oder seid ihr lieber Deutsch oder wo ist so euer
Herz. Oder darf es vielleicht für euch größer sein? Oder am besten noch kleiner? Also wie Frühling und so ist, glaube ich, ein Tipp kleiner wie die hier. Finde es einfach gut, dass man natürlich jetzt US-Sachen spielen kann. Macht man ja nicht jeden Tag. Okay, ich glaube allgemein wenig. Die Karte ist schon hübsch. Ja, ist die Karte hübsch, ist ja. Aber die Frage war, seid ihr so Ami-Kartenspieler? Wie der Vieh Ami und so? Ja. Und wenn Ami klein, groß? Ja. Ne, ich spiele ja nicht so oft Ami. Ich hatte zwar öfters überlegt, die Alien Creek umzubauen, und da, wo gestern das Häuserpack kam auf der Konsole, werde ich da sicherlich auf der Alien Creek mir mal so einen großen US-Hof bauen. Wobei man sagen muss, es gibt ja von mir auch Safe Games mit einem US-Pack, also mit so einem Häuserpack hier von Bernie. Das ist jetzt aber 1,5 Jahre her. Also, was heißt 1,5? Also, da wo LS22 rauskam, hat ja Bernie ein US-Pack gemacht. Damit hatte ich ja ein Safe Game gebaut. Von der Bewertung und Download her ist es das Schlechteste. Daher habe ich gemerkt immer gleich am Anfang, dass US bei euch nicht ankommt. So, was schreibt ihr allgemein wenig? Nicht so mein Fall. Okay, mag keine Usaka nicht. Eher Alpen. Mag die Berge, wohne ich auch da. Naja, bei mir ist es so, ich komme aus dem Norden, aber spiele ja nicht nur Nordenkarten, ich mag auch die Berge, also ich bin da, also ich, im Gegensatz zu anderen Leuten, bin ich sehr flexibel, was Karten angeht. Bei mir ist wichtig, dass die Performance gut ist, dass sie gut läuft, die Karte, und so, das sind so mein Anliegen. Im Prinzip kann man die Karte spielen, und auch auf der AMK, ja, die ist um einiges größer, ne? Amerikaner sind nicht mal über Deutsch. Naja, gut, ihr seid ja auch Klischee-Deutsch, ne? Deutsche Karten, deutsche Spiele, aber bei mir ist das so, ich spiele auch gerne andere Länder. Ne? Bin ja offen für alles. Bin ja nicht so eingesessen. Ja. Ja, ich krieg das immer so mit, so von der Allgemeinheit. Ja, muss Deutsch sein, alles andere ist Schmutz. Und dann sagen alle, ja, USA, ja, gut verarbeitet. Ja, gut verarbeitet sind viele Karten, so sind nun nicht in der Ohio. Oder die Canadian und so, das sind unglaublich geile verarbeitete Karten, aber es dreht sich ja um die Allgemeinfrage. Karte ist Topfarbe, du hast sind nicht mein Fall. Ami-Karten hatte ich noch gar nicht. Flachland-Tiroler. Ich spiele fast alle Karten, die groß sind und sie mir gefallen, dann spiele ich gegen keine große Rolle. Ja, die Gegend ist bei mir auch scheißegal. Das ist so wie die italienische, die gestern gekommen ist, die ist von der Idee gut verarbeitet, was die meisten Leute ja nicht mitbekommen haben. Dass wenn man in die Früchte reinfährt, dann knicken die um und bleiben umgeknickt. Das ist natürlich so eine Sache, das hast du auf keiner Karte. Da würden viele sagen, ja, sind mir die Felder zu eckig, dies und das. Ja, das ist die Verschuldung aufgrund des unglaublich perfekten Helfersystems von Giants. Würde der Helfer so fahren wie bei Cattle in the Crops, muss man ja einfach sagen, wie es ist, und würde selbstständig in Kurven fahren von Haus aus im Spiel, was ja bei Cattle in the Crops so war, und du konntest ja auch deine Angestellten einstellen. Und da hatten ja viele gehofft, cool, Helfersystem verbessert, und da hatten ja viele YouTube-Kollegen immer so fantasiert und Videos gemacht, ja, Helfersystem ist wie bei Cattle in the Crops, und alle, boah, geil. Und in meinen Augen ist es ja teilweise schlimmer geworden. Ja, da kann das mal passieren, dass der Helfer sonst wohin fährt. Ja, wäre der Helfer wie bei Cattle in the Crops, würden die Felder nicht eckig sein. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ja. Weil sobald die Felder eckig sind, wird eigentlich meistens in die Allgemeinheit gedacht. Gut, Amerika sind sie ja von Haus aus jetzt nicht eckig, aber riesig eigentlich. Bisschen ungewohnt hier auf der Karte, fällt mir da mal ein. Aber wobei in der Mitte der Karte sind ja größere Felder. Hab nur mit englischen Karten so ein Problem. Ja, das habe ich auch.
Wegen Falschfahren. Nee, nee, das Falschfahren nicht, aber eine englische Karte hat meistens immer das gleiche Gebäudepack drauf. Oder Prefake-Gebäude, also diese, ich sag mal, Wellblech-Hallen. Und dann hast du immer zwischen jedes Feld die Hecken. Und hast immer einen bestimmten Straßentyp. Und immer diese LS15, LS17 Englandhäuser, ne? Kennt ja jeder. Und da komme ich nicht mehr klar. Aus der Zeit sind wir raus. Und ich kann schon verstehen, dass einige sagen, ja, England ist zwar cool, aber da müsste man auch die Gebäude, da hat gar keinen. Also 80% der Modder haben keinen Bock drauf, die Gebäude zu ändern. Es gibt englische Karten, wo die Gebäude geändert sind, aber die sind auf dem PC meistens gegen Bares zu haben, also die kriegst du nicht kostenlos. Und das fühle ich wieder gar nicht, ne? Wenn, also ich kann zwar verstehen, dass der eine oder andere Modder sich gerne bezahlen lässt. Und wenn er sich nicht bezahlen lässt, dann hat er einen Tibi-Link oder keine Ahnung, von mir streamt er oder was weiß ich, was er macht. Was das Ding an der Sache ist, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir auf der USA-Karte von Bernie waren und viele gesagt haben, dann macht die Karten gegen Bares und jeder Modder meinte, nee, wir wollen keine Aufmerksamkeit, wir wollen kein Geld, wir machen das aus Liebe und Leidenschaft. Also es waren ja drei Leute da, einer davon, da spricht das auf jeden Fall nicht dafür, weil der macht ja alles gegen Geld. Aber ja, Liebe, Leidenschaft, ja. Dafür machen sie es gut. Ich finde es aber ganz gut, dass Kalle die Allgemeinheit vom LS anspricht. Das muss man einfach ganz klar sagen. Er sagt sich, ja, ich baue norddeutsche Karten, Butschern. Ich baue süddeutsche Karten, ich baue anische Karten. Müssen wir doch mal ehrlich sein. Das macht kein Modder. Die meisten sind festgesetzt auf ihre Landschaften aus der Umgebung. Ne, der Engländer baut Engländer, der Russe baut Russe und der Deutsche baut da oder der Süddeutsche baut Bergkarten. Es kommt ja gar nichts anderes, weil die sich einfach nicht auskennen mit der anderen Materie. Und da muss man das einfach mal Kalle hoch an. Wo ist denn jetzt mein Trigger? Hoch anrechnen. Haben wir überhaupt einen Anhänger? Ja. Er macht alle Bundesländer, alle Länder. Versteht ihr, was ich meine? Oder gilt das als Kipper-Anhänger? Mischstreuer? Kein Kleinkipper zum Rollen. Ich kann mit dem LKW da jetzt nicht rauffahren. Wie sieht denn das aus? Das fühle ich ja nun gar nicht. Sollen wir wohl? Dann machen wir das mal. Robberdark. Bei der LKW ohne Führer, ohne Schlafkabine passt eher zu over the top, ne? Entfernen, moin moin. Ich spiele von den Modkarten nur Nordermarsch und The Valley. Bei The Valley mit den drei Turm maximal 200 PS ziehe ich knallhart durch. Ach, bei mir ist das so, bei Valley ist ganz klar der Vorteil, dass es eine Karte ist, es ist alles drauf, wirklich alles drauf und du brauchst nicht einen einzigen Mod, läuft auf jeder Konsole und läuft extrem stabil, deswegen ist The Valley einfach The Valley. Das ist aber so bei Ultimate Farm nicht anders. Blacksheet Modding generell macht immer Karten mit eigenen Gebäuden und Sachen. Und du musst nichts separat runterladen. Ist so. Und deswegen sind diese Karten beliebt. Und auch wenn das die Modder, Profi-Modder, muss ich mal sagen. Naja, wobei nicht jeder Profi ist. Also alle denken, sind Profi, aber Profi-Modder ist für mich Kalle, da, dann war es das auch schon. Das Ding an der Sache ist, also die Leute, also ich sag ja so, die Karten
Ja, grundsätzlich ist es natürlich klar, dass du, also erstmal grundsätzlich ist es so, dass das, was du kennst, kannst du natürlich besser bauen. Deine Umgebung. Ja, ganz klar. Jetzt würde einer zu mir sagen, ja, aber du spielst ja auch. Nee, ich bin flexibel. Ich gucke mir alles an und ich teste alles und wenn sie gut gemacht ist, ist gut. Aber das ist ja das, was ich schon oft gesagt habe. Die Konumity mag feste Karten. Die meisten Leute haben keinen Bock, sich Höfe zu bauen und hoffen immer auf einen Top-Hof mit einer Top-Umgebung, wo man keine Mods separat laden muss. Und ich weiß gar nicht, wie heißt nochmal die Rootplay-Karte aus dem PC, die im Mod-Hub ist. Ich vergesse den Namen immer. Mit den Bergen und so. Da, wo die Feuer ausbrechen und so. Der eine oder andere wird es ja sicherlich wissen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das zum Beispiel ist eine Karte, du musst nichts runterladen, sie ist riesengroß, alle Höfe, alle Sachen sind drauf. Und das ist das, und viele sagen, ja, die ist ja super beliebt. Ja, The Valley ist auch super beliebt. Und Mühlenkreis ist super beliebt. Und Miniborn ist super beliebt. Und viele sagen, ja, aber woran liegt denn das auch von den Downloadzahlen? Weil die Leute wollen keine Mods laden, die wollen Träger laden. Alte Fans, Youngtimer und die wollen Maschinen. Und dann wollen sie raufkommen, einen geilen Hof haben. Und wollen sofort durchstarten. Deswegen ist zum Beispiel auch die Frühling, glaube ich, einer der beliebtesten von Kalle. Du hast das Frühlinghäuser-Pack. Das war's. Ne? So, und bei Rebach ist aufgrund der Größe war es dann egal, weil die Dateigröße, also die Karte ist ja in meinen Augen, finde ich, die Größe von Kalle. Und da ist das irgendwie so gewesen, du hast zwar die Gebäudepacks, die Bernie in Anführungsstrichen für Kalle gemacht hat, sonst würde es ja nicht Rebach-Pack heißen. Klar siehst du die jetzt auf tausenden Karten, ist klar, dass jeder da krapscht mit seinen Händen danach, ist ja klar. Aber sie sind ja umgesetzt worden für die Rebach und wenn du die Gebäude dann so siehst, es passt natürlich aufgrund dann alles zusammen, deswegen ist, glaube ich, die Rebach in meinen Augen die beste Kalle-Karte und wird das, glaube ich, auch bleiben. Und jeder, der Karten testet, setzt sich, oder also, naja gut, bei mir kann man es nicht nehmen, ich versuche seit neuerdings immer nicht eine Karte, die 9 Plus Ultra ist, zu vergleichen dann mit der Rebach oder so. Ich muss da neutral rangehen, ist so. Aber ich glaube, die einer der besten Karten ist definitiv Rebach von diesem Jahr. Rebach. Dann haben wir immer noch die Ostsee, die ultra beliebt ist, aber die war letztes Jahr. Dann haben wir ganz klar die Burgland. Ist ja, wie wir schon wissen, nicht auf jeder Konsole zu haben. Da sind ja die Jungs wohl am Machen. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich will auch keine Gerüchte in die Welt setzen. Also als Zweitversion extra für die anderen Konsolen. Die ist aufgrund der ganzen Deko und der ganzen Sachen natürlich schon ein Leckerbissen, das muss man schon echt sagen. Aber sie läuft nicht flüssig, das muss man auch sagen, da muss man realistisch bleiben. Deswegen ist Rebach, aber trotzdem, also man muss ja sagen, Mühlenkreis, The Valley, Ulzim Farm, Rebach, Minibronn. Von mir ist auch Nordermarsch und so, das sind so, ja, Nordermarsch musst du ein bisschen tricksen, sonst kriegst du keinen Hof hingebaut. Was sehr schade ist, wenn das ein bisschen einfacher wäre, dann wäre das schon ganz cool. Ne? Lars Hinriesen oder so, auf jeden Fall willkommen bei den Kanalmitgliedern. Dankeschön für die Mitgliedschaft. So. Ich hau meinen Heiermann raus. Böhmi, Dankeschön für den Heiermann und Dankeschön Lars für die Mitgliedschaft. Einmal Herzchen für Bümi und einmal Herzchen und Ehre für Lars. Dankeschön. Ich spiele von den Modkarten nur Nordermarsch und The Valley. Ja, Valley habe ich ja nach wie vor drauf. Valley, auch wenn wir das 0-Euro-Projekt haben, bin ich immer noch am überlegen, ob wir irgendwann da den Originalhof spielen und gar keine andere Karte mehr. Ja, weil Valley hat einfach, muss man sagen, Update bekommen und läuft von allen Karten am besten. Und gestern haben mich so viele Leute angeschrieben und meinten, also Paddy, es gibt so viele schöne Karten, wissen wir, aber wir spielen sie Valley.
Und ich bin der Meinung, da kommt ja das gleiche Thema wieder auf wie immer, ne? Du hast eine Karte, die relativ groß ist. Du musst sie aber nicht groß spielen, weil ja auch kleine Felder da sind. Du hast alle Höfe, alle Tiere. Du hast nochmal einen riesengroßen Gärtnerei. Die Missionen funktionieren. Ohne weiteres. Es wird einer sein, es ist aufgewärmt, die Karte. Naja, aber die Grafiken sind ja angepasst von 22. Und aufgewärmt, das haben wir ja reichlich. Karten. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also für mich ganz klar Frühling, Rehbach, Valley, Innibrunn, Mühlenkreis, Mittelland, das sind so die Karten, die ich liebe. Sag Lisa. Und die Burgland, ja, die läuft hin und wieder etwas performance-schwach an gewissen Stellen, aber grundsätzlich auf der PlayStation 5 spielbar. Natürlich auf dem PC. Wenn die jetzt natürlich nochmal für PlayStation 4 ein Update bekommt oder eine gestrippte Version, das heißt weniger Slots, ja, schon hochverdächtig aufgrund der Landschaft und all und der ganze Shishi kann, ne, also ein starker Konkurrent. Wenn man das Konkurrent. Online kommt den nächsten Update, aber leider wird sie, keine Ahnung, Mutbrech hängt schon wieder hinterher. Aber leider wird es wohl so sein, dass ein neues Helfen braucht für PlayStation Xbox sind, das angespeckte Vision zu bringen. Mutbrecht, du hängst schon lange hinterher. Haben wir vorgestern gespielt, der Modder war drin, hat schon informiert, der Modder ist hier immer drin. Aber trotzdem danke für die alten Informationen. Ja, wissen wir alle schon. Der Modder hier selber gesagt. Er meint, ich habe die Schuld, aber ich nehme die Schuld nicht auf mich. Er meint, ich hätte die Schuld, dass jetzt eine PlayStation 4 Vision kommt. Du brauchst kein Safe Game, ist eine zweite Vision. Mühlenkreis habe ich auch noch in meinem Inventar. Ja, also Mühlenkreis. Wer Berge haben will in einer perfekten Verarbeitung, ist definitiv Minibron. Wenn jetzt Top Ace sagen würde, okay, ich mache ein Update und mache die Karte größer, dann ist das die Nummer 1 Bergkarte. Jetzt würden viele sagen, ja, da kommen noch bessere. Das bezweifle ich ganz stark. Besser wäre sowas, wenn wie Waldchen kommen würde. Das, also, da bin ich ganz ehrlich, alle Karten, die jetzt in Zukunft kommen, die Bergkarten sind, werde ich vergleichen mit einer schwächeren Karte aus dem LS19, das ist Waldchen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Weil Waldchen ist, was Bergkarten angeht, das 9 Plus Ultra, auch von der Verarbeitung. Und eigentlich sollte man keine schwächere Karte nehmen aufgrund Grafik und Performance. Und die gab es ja auch nicht für Konsole. Und deswegen kann man sie als Vergleichspunkt nehmen. Weil ich muss ja Erntenbergkarte nehmen. Ich könnte auch Minibrunnen nehmen, aber Minibrunnen wird schwer, weil sie aufgrund Texturen, Baumenü und bergliche Landschaft schon nah und perfekt ist. Jetzt werden viele sagen, ja, ich will noch mehr Berge haben. Deswegen sage ich ja, alles was in Zukunft kommt, habe ich im Kopf als Vergleich die Weidchen. Das muss man denn, ja, bei Bergkarten bauen ist ja keine Kunst. Ne? Also ich habe ja auch schon Bergkarte gebaut, habe ja angefangen, davon gab es ja auch Bilder. Im Giants Editor natürlich, um Welten einfacher Berge zu setzen. Ich musste das ja alles per Landscaping machen. Das hat Tage gedauert aufgrund der Berge und die Bergstraßen und der ganze Kram und Wasserfall und das war, ach hör auf. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, aber ich denke mir so, naja, wenn alle Modder jetzt also fast jeder baut jetzt Bergkarten. Brauche ich mir die Mühe nicht machen, habe ich mehr Freizeit. St. Kalle ist auch top, ja. Ja, aber Rehbach spricht mich jetzt persönlich ein Ticken mehr an. So. Ja, aufgrund der Größe, Höfe, du hast auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Ja, St. Kalle hast du einen Hof, der ist auch geil, der Hof, muss man sagen, den mache ich auch sehr gerne. Ja, auch allein daher, weil er nicht immer von den gleichen Moddern die Gebäude genommen hat, sondern einfach mal auch von Top Ace. Und das Gebäude passt natürlich mit den Stall und alles, was er macht, hat sehr gut rein, das muss man sagen. Ja. Ja, wenn du immer wieder siehst, zum Beispiel jetzt von Kalle, nehmen wir mal als Kalle als Beispiel, und du hast jetzt immer Gebäude drin, feste, vorbereitete Gebäude ist ja in Ordnung. Die aber leider nicht auf anderen Karten denn erlaubt sind, weil das der Mapper nicht erlaubt. So, das heißt, es ist eingebunden nur für diese Karte.
So, und dann gibt es die Gebäude-Packs, die sind ja meistens dann von Bernie. Und dann ist das eine Economity. Wenn es einer sagt, was heißt Economity? Ja, das sind alles dann immer nur Modding-Weltprodukte. Aber wenn dann auch mal von außerhalb was genommen wird, dann sieht man, dass das nicht so eine Gruppierung ist, ne? Finde ich ganz gut. Nicht von der festen Truppe, ne? Es ist ja immer eine feste Truppe. Denen entsprechen auch immer die gleichen Gebäude, die auf jeder Karte auftauchen. Und immer alles identisch, also gebäudetechnisch. Wobei man sagen muss, also bin ich der Meinung, Kalle gibt die Karte vor. Ist er so? Mit den Gebäuden und daraus entstehen halt die anderen Karten. Ja, muss man ja sagen, es ist ja so. Alle Gebäude, die auf Krebach drauf sind, auf Rebach, Krebach sei schon auf Rebach, und alle Gebäude, die auf Frühling drauf sind, die einzige Gebäudepack, was nirgendwo, glaube ich, bei Kalle drauf war, ist dieses Bayern-Pack, dieses Häuser-Pack, ja, was wir alle kennen, das was jetzt auf Bergland drauf ist, ne? Naja, aber naja, jeder so wie er möchte. Moin Moin Alexander. Also das mit dem LKW hier fühle ich ja jetzt überhaupt nicht. Da muss ich gleich mal gucken, dass ich irgendwas anderes kriege. Klar kann man jetzt den LKW mal fahren, das ist cool. Aber LKW auf dem Feld. Bei Großernte in Amerika, ja, weiß ich, ist das üblich, aber nicht bei Kleinernte deswegen. Also bei Kleinfeldern in Amerika wird sowas nicht benutzt. Und wenn überhaupt, dann mit einem Dolly. Gut, den Dolly kannst du vergessen bei Giants. Achso, zwei Kammern. Gut, dieses Zwei-Kammern-System ist natürlich geil, ne? Nee, also für einen kleinen Vorort amerikanische Karte ist das natürlich süß und auch schön gemacht. Der Hof bietet echt alles, man muss hier nichts umbauen, weil es ist alles drauf. Ne, wir haben hier sogar noch einen Garten, kann man den benutzen? Ich will mal kurz gucken. Ermas, ja. Ja. Natürlich ganz geil. Bisschen komisch eingefasst hier. Aber das kann man ja selber noch machen. Ja, machst du hier einfach grün und Zaun übersetzen. Und hier ein Tor rein. Gutes. Bei Spielplatz und Garten offen zu den Maschinen. Das wird noch nicht mal ein Amerikaner machen. Außer er spielt so wie Friedhof der Kuscheltiere. Dann ist das Kind einfach mal auf die Straße rennen. Ja. Also man muss, eins muss man ganz klar auf der Karte hier sagen, du hast zwar vier Mods, aber du hast ja auch eigene Kartentraktoren drauf, was ich an sich immer ganz cool finde, sowas. Ja, heißt, du musst hier gar nichts mehr runterladen. So. Nein. Nee, also für manche Karten, die ja wurde auf Genehmigung gefragt, ob man die Produkte umkommentieren kann, weil umkommentieren ist ja im Trend, macht ja jeder zweite Modder. Und dann mit mehreren Leuten die zusammenknustert und dann so tut, ob das seine ist. Das Ding ist, es wurde ja schon gefragt wegen Elerbach oder Geiselsberg oder Unterkiesbach, die Modder möchten das nicht. Punkt. Wobei man sagen muss, Activision wollte ursprünglich ja die Silvers Husum rausbringen und haben das dann so ein bisschen gecuttet, haben gesagt, ja, da haben wir nicht unser Hauptaugenmerk drauf. Unser Hauptaugenmerk ist Holzner Map, die bis jetzt noch nicht da ist, wenn man überlegt, wie groß die Karte ist, die ist ja relativ klein. Und dann ist sie ja immer noch nicht da, also dementsprechend wird sie wohl nicht kommen. Dann haben sie natürlich vom Bergisch Land gesprochen, Bergisch Land, ihr wisst schon, die fühle ich, die ist geil.
Aber die würde ja dann auch Frühjahr nächstes Jahr kommen, weil Ehrmann ist ja auch mal gut mit Bauen. Außer keine 3 Jahre mit einer Karte, die es schon in Anführungsstrichen gibt. Ist ja umkommentieren plus verbessern. Ja. Aber das Witzige ist, das ist so wie bei diversen anderen Karten. Wenn du kannst die gleiche Karte oder die Hommage an die Karte nachbauen. Weil da ist ja kein Patent drauf, schon gar nicht auf Nachbauten, da ist überhaupt gar kein Patent drauf. Weil wenn du eine Stadt nachbaust, dann müsstest du höchstens bei der Originalstadt eine Genehmigung holen. Aber das sehen steht ja nicht. Nachbauten sind okay, weil es jetzt modellische Freiheit oder wie heißt das? So, und so gilt das auch bei Karten. Du musst sie nur umbenennen, du darfst nicht den gleichen Namen benennen. So. Aber das wäre ja auch schon sehr stark nach falschen Federn schmecken. Und da bin ich nicht so ein Typ für. Weil viele schon gefragt haben, baut doch einfach Ederbach nach oder Geiselsberg. Ja, Geiselsberg wird gehen, weil Geiselsberg hier auch ein Eck gibt. Aber man würde es ja versuchen zu verbessern. So, mal gucken, wo wir den LKW. Weizen, ja, aber Weizen, das ist jetzt das Problem. Jetzt habe ich den LKW. Da hinten ist das Silo, ne? Da ist auch ein Silo. Wo ist das Silo? Das Silo? Nein. Multifrucht. Nein, nehmen wir das. Hobby, moin, schönen Dienstag euch. Juhu. Eine Runde Gärtnern auf den Knien rumrutschen, ja, wer hat da schon Lust drauf, ne? Wobei hier im Spiel geht das ja, du hast ja keine Kniegelenke. Also hast du schon, doch hast du. Wie läuft das jetzt mit dem zweiten Tank? Muss man irgendwie umschalten oder irgendwie so war das, ne? Boah, das ist auch nervig. Gut. Nee, erstmal wissen. Uns gleich mal, wenn vorhandene Grasschnippler, wir haben hier vorne auch noch, dann haben wir einmal Heu, einmal Stroh. Können wir mal schauen, dass wir die Viecher befüttern, ob das alles so funktioniert, lose und auch gepresst. Ich will das ja wissen, weil den Stall habe ich ja noch nicht getestet. Einmal lose, einmal gepresst und so weiter. Maisgebiss ist vorteilhaft, ne, für Schweine. NS Hobby, danke schön für die 2 Euro. Danke. Mal gucken. Da ist Grasschnippler und Schwattliga. Haben wir keinen Front mehr. Nur den. Wo ist der?
da oben drin, ne? Kommen wir denn da hoch nochmal? Hier? Ja, weniger. Das ist krass im Gebäude. Schon wieder geil. Oh gut, dann gehen wir hier lang. Aber wo kam denn das Treppenhaus hin? Wo war das? Okay. Ich muss erstmal gucken. Frage mich gerade, ist das nicht das gleiche Häuserpack, was ich früher schon hatte? Kresse. War da wunderbar. Tetter, Entschuldigung. Ja, dann nehmen wir mal hier den alten Peter Pan. 16 für meinen lieben Paddy. Dankeschön für die 16 Monate und halt den anderen Kanal, was das auch immer war. Ich weiß nicht mehr. Erstmal durch die Scheiben duschern. Erstmal Luschi Luschi machen, ja. Kleiner Spanner. Alexander, danke schön für die 2 Euro. Danke, danke. Merci. Alter, ich geh mit. Aber den Case gab es ja, glaube ich, als 210er Version mit der 90er Beklebung. War doch, glaube ich, so, ne? Und Giant 210 PS, also der war trotzdem ein gutes Allzweckfahrzeug. Gut, dann gab es ja noch das Case Steyr Pack. Das hatte ja mit Frontlader noch dran. In dem Sinne der perfekte Allrounder war. Ich glaube, das war nicht 270 PS hatte der, ne? 270 Frontlader. Da konntest du die alte Front dran machen, was auch ganz cool war. Ja. Und den entsprechend brütest du gar keinen anderen Träger mehr. Das andere ist ja dann nur noch Geschmackssache. Der 72er Marlon würde da auch gut machen, optisch. Der Magnum. 72er, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Der genauso groß wie der neue Magnum, wenn ja, dann definitiv viel zu groß. 72er Magnum. Keine Ahnung, aber den von Bueno. Der Case, den ich sonst immer fahre. Der würde hier noch hinpassen. Mit seinen 200 etwas PS und hochgesetzt 301 PS, das wird noch gerade so gehen. Aufgrund der Scheibenöffnung, Türöffnung und der unglaublich guten Grafik würde der hier richtig gut reinpassen. Was die meisten ja nicht wissen, du kannst ja Sitz umklappen, du kannst ja alles. Wie auf dem PC, auch auf der Konsole. Der wäre auch noch ein Augenschmaus für hier, würde ich sagen. Ja, hier auf der Karte brauchst du nichts anderes. Du kannst die Traktoren, die drauf sind, die reichen. Der kleine Case mit Frontlader, der reicht, die brauchst du ja eigentlich. Eigentlich ist das nur den Hof weiter wirtschaften, weil besitzen tust du ja alles hier. Ja. Ist eigentlich eher Produktionsspielen, ne? Ich mag den Träger irgendwie total gerne. Irgendwie verliebe ich mich gerade hier so ein bisschen. Ja, also ich mag es einfach. Ist so. Wie die meisten Landwirte auch sagen, Technik neue ist gut und Wirtschaftlichkeit bei großer Ernte alles wunderbar, aber die Traktoren, die einfach sind, die man auch noch selber noch in Anführungsstrichen reparieren kann, vorausgesetzt man hat die Ahnung davon,
Das ist das 9 Plus Ultra und das sind ja alles die Youngtimer. Also entweder Oldies oder Youngtimer. Und Youngtimer liefen ja, glaube ich, bis 2001 wäre das ja ungefähr so gerechnet. Und ja, sind ja alles 800er, 900er Fan, 700er Fan, 300er Fanklasse. Deutz 661, 681, das sind alles so diese Dings, Mercedes-Traktoren, Case, ne, so die älteren. Deswegen auch diese einfache Technik, ja, ich fühle die total. Ich mag das nicht, ne, diesen Schnickschnack. Viele würden sagen, ja, Schnickschnack braucht man aber heutzutage. Wenn du Großwirtschaft machst, ja. Wenn du einen Kleinhof hast, definitiv nicht. Und ich kenne auch keinen Kleinlandwirt. Jetzt würde einer sagen, ja, Silber Susum, ja, der ist Fetisch. Ne? Er steht auf diese Elektro- und Lenkhilfen und so drum und dran. Außerdem darf man es nicht vergessen, er ist YouTuber-Farmer. Ne? Das heißt, wenn er Videos macht oder vielleicht auch er immer mal streamt oder so von der Landwirtschaft, dann filmt er und redet mit den Zuschauern. Nochmal so zur Info. Und da ist es natürlich praktisch, wenn er Träger für ihn lenkt. Ne? Sonst ist man ein bisschen abgelenkt. Das kann man aber auch nicht vergleichen. Ein YouTube- oder Twitch-Farmer kannst du nicht vergleichen mit dem normalen Landwirt. Wobei, gestern habe ich einen coolen jungen Mann gesehen auf dem Kanal. Ach ja, den wollte ich noch abonnieren für den Kanal hier. Den habe ich hart gefühlt, den jungen Mann. Der war mir schon wieder leicht so sympathisch. Hat nicht viele Abos, fängt gerade an, ist gerade beim 30. Vlog. Bio-Peter heißt er. Bio-Peter. Das fand ich schon wieder geil. Also erstmal saß er, ist er nicht zensiert. Also er macht sein Video und dann ist der Ballen aufgegangen. Also es hat sich die Schnur gelöst vom Ballen. Und er hat einen LKW beladen und dann ist er am Ausrasten gewesen. Also ein Choleriker, so nach dem Motto. Und guckt dir denn so doof in die Kamera. Ich hab so gegrölt, gelacht. Also war schon der geil. Und dann hörte er zwischen beim Trecker, beim JD fahren, hörte er irgendwie Happy Hardcore. Und Happy Hardcore haben ja immer so quietschige Stimmen. Und dann kommt da meistens immer dieser überzogene Bass. Und dann hörst du die quietschige Stimme und dann kam dieser überzogene Bass und er hat da gedanced im Trecker. Es war schon amüsant, mal was anderes zu sehen. Weil, sind wir mal ehrlich, viele sagen zu mir immer so, ja, du guckst auch Landwirt MV. Ja, es ist informativ, wäre aber auch traurig, wenn es nicht so wäre, weil er ist ja studierter Landwirt. Also, das kann jeder studierte Landwirt, der sich die Mühe macht, kann das euch erklären. Also das ist jetzt nicht die Kunst da drin. Und er hat natürlich sehr viele Hektar von seinem Vater übernommen. Er ist ja, ja nicht Berufssohn, aber er hat ja von seinem Vater das übernommen aus der DDR-Zeit. Er hat natürlich gewirtschaftet, aber nicht im Minus. Er sagt ja selber, er hat ja die meisten Maschinen auf Schulde. Also das ist ja auch jetzt keine Kunst. Und ist natürlich Hektar, ne? Aufgrund der ganzen alten LPGs. Jetzt verliert er ja seinen Hektar immer mehr. Wird sich auch verkleinern und da wird auch weniger kommen. So, bei Silvers Husum ist es ja so, wirtschaftlich gesehen ist das in meinen Augen nicht wirtschaftlich. Da 4 Traktoren und 2 Mitarbeiter, wobei Annika kann man nicht als Mitarbeiter mitrechnen. Das ist ja auch eher Spaßfaktor auf den 300er Fendt. Aber er hat in meinen Augen zu viele Traktoren, zu wenig Arbeiter und zu wenig Land oder auch Lohn oder so. Wobei er ja immer mehr in die Lohnregion rein möchte und wenn er dann Aufträge hat, dann braucht er die Maschinen. Aber dann braucht er auch Mitarbeiter. Und da er die Mitarbeiter nicht hat, ist das für mich alles so ein bisschen YouTube-Farm, muss man einfach sagen. Rübers, wie der heißt, gucke ich ja erst seit neuerdings, also bin ich ja gar nicht so eingefasst drin, bin ich ganz ehrlich zu euch. Also was heißt denn das allerdings? Halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so? Den finde ich ganz cool. Ich finde es bloß traurig, wenn die Leute mal reinschreiben, oh, jetzt messt ihr schon wieder Wasser. Leute, die Landwirtschaft ist nicht der LS22, wo man dann einfach das Feld Kartoffeln drauf macht und nächstes Jahr ist das fertig. LS ist unrealistisch hoch 3. Ist einfach so. Wenn er sagt, ja, auf PC kannst du Realismus, auf PC kannst du einen Scheißdreck. Ich spiele auch auf PC und wenn ich Realismus spiele mit allen drum und dran und so, kommst du trotzdem nicht an den Realismus, weil du kannst keine Wintergerste, du kannst dies nicht, du kannst das, geht einfach nicht. Ne? Hat Ausschaltung, ja alles mit Mods, aber das Grundspiel auf dem PC ist auch null realistisch. So, aber gut, lassen wir die Kinder in der Fantasiewelt, ist ja in Ordnung.
Ja, also hundertprozentig Realismus geht nicht. Also das meiste, was du rauskriegst auf dem PC mit dynamischem Boden ankurbeln, manuelles Ankurbeln, Manövresystem und hab nicht gesehen, Mais Plus und wie der ganze Scheiß heißt, 60%, 65%, wenn du gut bist. Da musst du aber auch richtig gut sein, da musst du echt jeden Scheiß drin haben. Es gibt ja auch zum Beispiel der Mod, der vor kurzem kam, der bis heute nicht einen Download hat, wo ich alle sagen, woran liegt das eigentlich? Ja, ich bin ein bisschen irritiert, die Leute wollen doch immer Realismus, oder nicht? Da kannst du die Uhr stellen und da schlafen. Und dann sagen viele, ja, aber du musst doch schlafen. Ja, Realismus. Das heißt, du legst dich hin und lässt die Zeit laufen. Und normalerweise, es gibt ja auch noch den Echtzeit-Mod, normalerweise müsstest du 24-7 streamen, normalerweise, und die Echtzeiten einhalten des Schlafens. Das heißt, du legst dich abends hin um 10, so nach dem Motto, und stehst morgens um 5 oder hab nicht gesehen auf und spielst. Das ist Realismus, aber davon kenne ich nicht einen, der das macht. Also daher, Realismus auf dem LS gibt es nicht. Und dieses Echtzeit, das haben wir ja mal versucht im LS19 auf der MVP-Karte mit Schlafen und hab nicht gesehen, das hat mich fast umgebracht. Ja, weil ich neben realer Arbeit damit das so gemacht habe, dass wir den Schlafmodus des Schlafens länger laufen lassen haben. Und ich kam ja so gesehen dann von der Arbeit. Dann haben wir gespielt auf der MVP. Kein Schlafmodus. Die ganze Ernte war schon im Arsch. War ja Fruchtzerstörung und so. Das gab es ja da noch. Ne, gibt es ja auch gar nicht im LS22. Nur mal so zur Info. Und dann gab es viele Probleme. Und dann konnten wir das nicht einhalten. Also, ne. Da hatte ich mich zu der Zeit noch mit Felix unterhalten von Agarplay. Zu der Zeit hatte ich noch geguckt. Jetzt kannst du das ja nicht mehr. Da ist das so ein Ding gewesen, da hatte ich zu ihm gesagt, es gibt ja den Realtime-Mod, wenn du schon realistisch spielen willst. Na, der sagt, okay, ich nehme alles zurück, ich spiele nicht realistisch, weil wenn man das so spielt, das wäre dann Hardcore. Meint er, gibt es den Mod? Ich so, ja, benutze ich ja. Er sagt, du bist doch krank. Ja. Aber das war noch früher auf Twitch, da war noch klein, da konnte man mit ihm noch reden. Ja. Dieses Realismus-Spielen, wie gesagt, wie wir das im 19er hatten, wir das ja auch schon gemacht, das fühle ich, das macht auch Spaß, aber du musst auch die Zuschauer dazu haben. Und wenn jetzt jeder von euch reinschreibt, auch ich mag das, dann kriege ich einen innerlichen Parteitag, weil früher habt ihr alle geschrieben, ihr mögt das nicht. Deswegen spielen wir das so, wie wir spielen. Ist ja nun mal so. Weil dieses dynamische Boden, manuelles Ankuppeln, freie Schalten, Getriebe schalten, Realtime schlafen und all so ein Scheiß. Ich mag das tierisch gerne, bin ich ganz ehrlich zu euch. Aber ich habe da eigentlich negative Erfahrungen. Naja, gut, aber vielleicht muss man Arschkriecher sein, aber keine Ahnung, vielleicht kommt man damit besser an. Wer weiß. Gut, Chat schläft, wir sind auch gleich dann raus. Der 20 zu machen würde ich auch gut machen, optisch. Ich bin eher nebenbei immer noch auf der XXL vom Angry Paddy. War gerade Klasse 380, schickilacki. 7200 ist unter Mittelgroß schon größer. Wie unter Mittelgroß? Aber nicht hier, oder? Zwar, es gibt ja noch Case Puma, ne? Der wäre hier so ideal, ne? Das ist natürlich wieder ein Mod, weil den hat Giants ja leider rausgenommen. Ja, ich finde das ein bisschen schade, aber ist ja auch geil. Es ist halt so. Aber ein Case Puma mit den Größen ist, glaube ich, 270 PS, hat Frontlader. Wäre hier der sinnvollste. Definitiv. Case Puma. Ja, Mähdrescher sind ja in Amerika langsam auch Richtung New Holland und JD. Aber JD für die Großernte, ne, so wie Landwirt MV, ne, also groß, groß, größer, noch größer. Und die Kleinbauern fahren momentan viel New Holland, weil die auch wirtschaftliche Probleme haben, aufgrund Teile zu bekommen. Deswegen wird da die alten Case werden gepflegt und gehegt. Und New Holland kann da momentan ganz gut liefern in Amerika.
Ja, der Puma, der würde hier richtig gut reinpassen. Es gibt so einen Mod, den man aus so Silbermetalligen so machen kann, der nicht zwingend die Verlängerungsachse hat. Aus optischer Sicht jetzt kannst du Türen alles aufmachen, kannst auch Innenraum ändern, einmal in beige und einmal dunkelbraun. Also einmal helles Beige, also Helllederbeige und einmal braun. Und ja. Der Mod, ich weiß gar nicht von wem der Mod war, der hat aber auf jeden Fall noch Frontlader. Und der wäre schon cool. Ich für mich spiele neutral. Fruchtzerstörung, Lesesteine flügen aus. Ja, Lesesteine ist unrealistisch. Flügen aus, ja, das habe ich an. Fruchtzerstörung ist auch aus. Ein Fokus steht meistens auf Geld verdienen und dann Hofbau. Ja, also bei mir ist es so, der Hof wird ja so gesehen übernommen. Erbe, Hof, Berufssohn, keine Ahnung wie. So wie es im realen Leben ist. Und man wirtschaftet mit kleinen und alten Maschinen eigentlich, die auf dem Hof schon drauf sind. Das würde am meisten Sinn machen. Die auch schon alt sind. Noch gepflegt und gehegt werden. Fruchtzerstörung habe ich bei manchen Karten, aber nicht bei allen Karten, aber bei manchen Karten an. Lesesteine habe ich, ich habe auch Unkraut und so an, aber Lesesteine habe ich auch. Lesesteine ist für mich absolut. Klar gibt es Steine auf dem Feld, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es gibt auch ganze Findliche, die man mit Radlader raus transportieren muss. Sowas habe ich hier noch nie gesehen. Und die Masse an Steinen, also dass du aberntest, sofort so viele Steine wieder hast und immer wieder. Das ist für mich, also Giants hätte die Steine zahlt, wenn wir sie jetzt auf 100% haben, Steinmasse, hätten sie runter reduzieren müssen auf 10% und das bei jeder dritten Ernte oder so, dann wäre es vielleicht ein bisschen realistisch. Aber ich finde auch den Steinesammler, weil es ein amerikanisches Modell ist, gibt es zwar auch in Deutschland, ja, ist jetzt, braucht jetzt nicht einer noch rumdiskutieren, weiß ich, gibt es auch in Deutschland, aber fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Wenn man mal einen Findchen hier hätte oder eher einen Stein, einen größeren Stein und müsste dann mit einem Frontlader oder man hätte hier zum Beispiel sowas wie einen Träger mit einem Heckgreifarm, so wie beim Bagger, müsste den rauspulen und so, das wäre vom Effekt schon cool, irgendwie so ein bisschen. Aber dadurch wäre ja die Optik der Bodenanpassung vonnöten, also so wie dynamischer Boden, weil du musst ja den Stein rauspulen. Das ist ja hier gar nicht vorgesehen bei Giants. Ja, das sind so Sachen, die ich schade finde. Das ist genauso wie die Wunschliste. Ne? Viele momentan macht ja jeder zweite YouTuber die Wunschlisten für den LS25. Wir besprechen ja sowas im Stream, brauchen nicht extra ein Video dazu machen, also klickgeil bin ich jetzt wieder nicht. Das Ding an der Sache ist, muss man einfach sagen, wie es ist. Viele Leute wünschen sich Mercedes, ja, bleiben wir mal realistisch. So, ja, man muss realistisch bleiben. Was soll denn da im DSC mit drin sein? Der Trecker? Ein Unimog, ein Sprinter, ein Mercedes-Pkw und vielleicht ein LKW. Fünf Fahrzeuge. Wenn ihr die habt, werdet ihr sie nicht mehr spielen. Das kann ich euch garantieren, weil ich spiele ja auch auf dem PC. Ich hatte sie am Anfang, ja. Ist zu schwach, die Motorisierung, für die Maschinen, die vorgegeben werden. Spielt man äußerst selten. Außer man fixiert sich. Fixieren heißt, ja, ich spiele jetzt nur den Mercedes. Ja, natürlich, dann kannst du das machen. Dann legst du aber auch die Maschinen drauf aus. Es ist keine wirtschaftliche Weiterform zu sehen, das heißt, man wird nicht größer. Ne? Bei mir ist es ja so, ich hatte ja sonst die Mercedes drin und den 681er Deutz, den haben wir ja schon seit es LS22 gibt. Ja, den haben wir uns selber umgeändert am Anfang. Und dann haben wir die Novak Radmaschine, die Multi Drill, die auch ein echt Multi ist, die haben wir auch schon von Anfang an dabei. Der 900er Fan von mir selber, der ist von Anfang an dabei, wobei der jetzt gefühlt fünfmal geklaut worden ist. Ich habe ihn zuletzt gesehen im Livestream vom Agrarplay bei Twitch, dass er den hat. Da habe ich gesagt, wo kommt denn der Trecker von mir jetzt dahin? Aber ist auch egal. Geklaut wird, wieso wie ein Rabe, wen interessiert es? Naja, und dann, ja, was hatte ich denn noch? Und ganz am Anfang, falls ihr euch erinnern könnt, den 800er Fan. Wo ihr gesagt habt, ob der für Konsole kommt, habe ich gesagt, ja, ist versprochen. Genauso wie 300er und ne, alle Versprechen konnte ich bis jetzt halten. Ja, aber was, ja, jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Jetzt sind andere dabei, alles vorher zu wissen, dann brauche ich nicht mehr sagen, was Tacheles ist. Dann habe ich mehr Freizeit und nicht mehr E-Mails und so einen Scheiß schicken. Das machen jetzt andere.
So, das Ding an der Sache ist, ja, wobei ich mach's immer noch, aber nur noch die Mitglieder kriegen das zu sehen. Ja. Also realistisch spielen, ja, wie gesagt, hatten wir ja im 19er versucht. Da kamen wir gerade mal mit dynamisch, mit Kuppeln und echt schlafen und alles kamen wir auf, ja, 70% und dann konnten wir nicht mehr weiter. Also diese 100% wie in Real Life, das kriegst du nicht hin. Egal was du willst, es geht einfach nicht. Ja klar hat man so Wünsche, aber dafür gibt es die Modder. Wenn alles drin ist im Grundspiel, dann braucht man diese nicht mehr. Ja, aber grundsätzlich die Wünsche waren am meisten Mercedes und irgendwelche dynamische Boden habe nicht gesehen. Aber wenn die Leute mal nachdenken würden, dann würden sie sich doch eigentlich genau wünschen, dass endlich der Helfer so ist wie bei Cattle and Crops. Das ist Punkt 1. Und der zweite Wunsch ist, dass alle Fahrzeuge Fenster und Türen aufmachbar sind und man sie lackieren kann, wie man will. So, für Alternativfahrzeuge, also in der Masse, ne? Dass, was weiß ich, ältere Fahrzeuge kommen, wo Giants nicht machen möchte, ne? Ja, viele sagen ja immer, warum gibt es denn keine älteren Youngtimer? Die Fahrzeughersteller sehen natürlich eher die neueren Fahrzeuge. Die wollen doch ihre neuen Fahrzeuge präsentieren. Deswegen ist es ja auch ein bisschen schwierig mit Mercedes. So viel neu ist nicht. Ja, Sprinter und Autos, ja scheiße, die waren an wen interessiert denn das? Nur nochmal ehrlich. Die wollen halt die neuen Fahrzeuge präsentieren. Aber naja, das ist ja nun mal nicht so der Fall, ne? Dass da bei Mercedes viel Neues in der Richtung Landwirtschaft geht. Wobei das nicht ganz richtig ist. Delmer hatte früher mit Mercedes rumgetätschelt und das ging bis in die 2000er rein. Also es gibt so einige Sachen, die mit Partnerfirmen sind, aber das heißt, das Problem ist, man müsste die Partnerfirmen auch noch mit rein ins Boot nehmen, dann würde das gehen. Ja. Aber sind wir ehrlich, Türen, Fenster aufmachbar. Dynamischer Boden, wenn jetzt einer sagt, das geht auf Konsole nicht. Ja, ich weiß, Giants sagt das, aber es ist doch trotzdem nicht die Wahrheit. Bei PlayStation 4 auf der alten Konsole und auf der PlayStation 5 und also ich glaube so teilweise auf der 3, nee, stimmt gar nicht, auf der 4er, auf der PlayStation 4 im LS17 konntest du dynamischen Boden als Mod reinnehmen. Wer es nicht glaubt, ladet bitte den LS17 runter, wenn ihr ihn habt. Geht ins Mod-Menü unter Gameplay und dann steht da auch dynamischer Boden. Reifendreckanpassung, das heißt, wenn ihr kalken tut, dass die Reifen weiß werden und so. Gibt es alles. Warum ist das jetzt nicht mehr erlaubt? Ja, haha. Und komischerweise für den nächsten Teil soll es dann drin sein. Warte nun. Ich glaube, ich dachte, es geht nicht. Ja, also lasst euch nicht mal verkackeiern. Good job. Dankeschön, Mutbrecht, für die 5 Euro. Und Dankeschön für die, die Herzchen machen. Ja, wie gesagt, also, dass es nicht gibt oder geht in den Ummaße. Also in der vollen Ummaße, dass der Wagen total einsinkt oder so, wäre sowieso unrealistisch. Dann würde das Spiel Mudrunner nicht geben für Konsole. Weil da ist ja wohl mehr als eintauchen. Und es funktioniert und das Spiel stürzt nicht ab. Also so ganz richtig kann die Aussage nicht sein. Ja, wenn es bei anderen Spielen geht, es würde denn eher dran liegen, dass Giants das nicht möchte. Aufgrund, dass es auf jeden Fall stabil läuft, das Spiel. Ja, dann sollen sie es sagen, dann ist gut. Ist doch kein Problem. Oder sehe ich das falsch? Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum sie es nicht mit reinnehmen, ist, und das ist meine Meinung, dadurch, dass du Landscaping hast und du kannst überall bauen, kannst du ja auch überall Häuser hinsetzen. Wenn aber überall in Anführungsstrichen sowas ist wie dynamischer Boden, würde es Probleme in der Performance und in den Häusern geben. So nach Motto wie Einsinkverfahren. Weil irgendwie muss es ja im Spiel drinne sein und es muss ja überall markiert sein auf der Karte, dass dieses dynamische Boden. Ne? Und vielleicht gibt es ja aufgrund des Landscaping Probleme. Weil im LS17 gab es ja kein Landscaping. Es gab feste Karten, so wie Losberg, mit festen Höfen und die wurden gehypt. Und im LS19 war auch jede Karte, die kein extra Mod brauchte und wo die Höfe fest drauf sind, waren gehypt. Wenn einer sagt, das ist nicht richtig, nein, überhaupt nicht. Waldchen, feste Höfe, Geiselsberg, feste Höfe, Ederbach, feste Höfe. Alles, was feste Höfe hatte und man nicht mehr bauen musste und eine unglaubliche Landschaft hatte, waren gehypt. Und das ist auch im 22er so, das sehen bloß die meisten Leute nicht.
ne, da im LS22 so und so weniger Mods, und so beliebter ist die Karte. Minibrunn, Mühlenkreis, Valley, Frühling. Warum? Wenig Mods, fertige Höfe, die Leute sind glücklich, weil nicht jeder bauen kann. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Safe Game runterzuladen, weil er Konsolenspieler ist. Und das sehen leider bis heute keine Modder, weil die dann egoistisch sind. Ich will das so bauen, wie ich will. Mir ist das scheißegal, was andere denken. Ja, ist auch in Ordnung. Ist auch völlig in Ordnung. Kann da jeder machen, wie er will. Aber da muss man natürlich auch mit Kritik klarkommen. Das kommt natürlich zu 90% der Modder nicht mehr klar. Die fangen dann das Heulen an. Aber so ist das dann halt. Ja? Moin, Paddy. Kurz aus dem Urlaub. Schon better. Bisschen Zeit, Moment, das Team war trotzdem geschaut, bis die Tage, bleibt gesund. Olli Hero, dankeschön, dass du trotz Urlaubs hier mal kurz reinschneist. Sehr lieb von dir. Ja, das ist nicht selbstverständlich, ne? Die meisten kriegen das auch nicht mal hin, wenn sie nur arbeiten, mal reinzuschauen. Aber Olli, der macht das auch noch nebenbei. Der stimmt gerade auf dem Klo mit einem Surf in der Hand und sagt sich, ich gehe mal kurz bei Paddy gucken. Finde ich sehr cool von dir, Olli, dankeschön auf jeden Fall. Denn auf jeden Fall weiterhin schönen Urlaub dir und deiner Familie. Ja, aber jeder so wie er möchte. Klar, wenn zu wenig Mods drauf sind oder am besten gar nichts, so, dann jammern natürlich alle rum. Meistens wird dann von den Moddern gejammert und die Community läuft wie die Schafherde hinterher, hat dann natürlich keine eigene Meinung mehr. Also geht davon mal aus für die Zukunft, für alle. Jede Karte wird unglaublich viele Mods haben, und wenn einer sagt, ja, dann wird PlayStation 4 und Xbox Probleme haben, ja, aber das sollte ja nicht mehr unser Problem sein. Ihr feiert das, also dann müsst ihr das auch feiern. Olli Hero, dankeschön für die 20 Euro mit Hashtag Number One. Dankeschön. Ich sehe gerade, der Zaun hat Colli. Ja. Aber das ist ein Setzzaun, den müsste man entfernen können. Guck ich gleich mal nach. Ruprecht. Auf jeden Fall ganz großes Dankeschön, Olli. Und für die Leute, danke, bis demnächst. Ja, bis demnächst. Müsste ein Bauzaun sein. Ich guck mal hier vorne kurz. Nee, ist keiner. Und kein Zaun entfernen. Ist hier echt Colli? Zaun nicht entfernbar und Colli? Nee, ist kein Colli. Ist sich verguckt, Mutbrecht. Also vielleicht nicht überall, aber hier vorne ist keine Kollision. Also da kannst du. Oder hast du geschrieben, keine Colli? Ah, keine, hat keine Colli. Nee, ja, ja, ist richtig, aber du kannst ihn auch nicht entfernen. Das heißt, Hof erweitern, vergrößern ist nicht. Wobei ich wieso denke, dass hier und da Deko stehen bleiben wird, dementsprechend kannst du auch nicht entfernen. Also kannst du spielen, die Karte mit den Feldern und mit der Produktion 2-3 Wochen und dann war's das. Aber das sind ja bei den meisten Karten so. Wenn du Langzeitprojektkarten haben willst, Mühlenkreis, Valley, Burgland. Was haben wir denn noch so für Großkarten? Ostsee. Wobei ich habe gestern mal drüber nachgedacht. Klar, Ostsee hat natürlich auch wieder gefühlt 5 Millionen Gebäude, die man laden muss. Aber daraufhin, dass man selber meistens sich noch was bauen will, muss sowieso noch mehr laden. PC ist besser wegen den Bäumen. Ich weiß nicht, irgendwo meinte irgendeiner mal, wenn du so und so viele Bäume gefühlt entfernst, kannst du wieder bauen. Muss ich einfach mal ausprobieren. Also wenn man Bäume irgendwann setzen könnte, wäre das natürlich der Brüller. Denn bei Ostsee, aufgrund der Landschaft, die Häuser ist relativ egal. Aber aufgrund der Landschaft, Ostsee bin ich immer der Meinung, die Straßen, Fußwege und Felder sind perfekt angepasst. So wünsche ich das der Spieler. Wenn man es ein bisschen platter haben will und vorausgesetzt man spielt am PC, dann ist es definitiv andersrum. Und die erste Vision landesrum liebe ich, die zweite, muss ich leider dem Modder sagen, ist für mich Schmutz, aber das ist auch Geschmackssache. Aber die erste Vision, die habe ich ja gesuchtet. Und wenn der Stream das nicht sehen wollte, dann habe ich es auf jeden Fall für mich privat gespielt. Das ist so einer meiner Lieblingskarten. Also wenn einer sagt PC-Karte, ja, landesrum ist bei mir ganz, ganz weit oben. Wenn nicht sogar die Karte. Die spiele ich privat, auch bis jetzt noch, und ja. Andersrum ist Liebe. Liebe! Aber nur die erste Vision. Ne? Keine extra Kackmods runterladen. Und da sehen wir wieder das Thema mit extra Mods runterladen. Ja, keine extra Mods, denn sind die Fertigsgebäude drauf.
Und das ist mega Porno. Ja. Die Höfe sind geil, die Landschaft ist geil, die Karten, das alles ist geil. Wollte ich ja ursprünglich mal sowas ähnliches nachbauen, also nicht mit falschen Federn springen, sondern ungefähr so ähnlich, wollte ich ja mal gerne nachbauen, weil ich die gerne auf Konsole hätte für die Allgemeinheit. Aber naja, wie gesagt, jetzt bauen ja die anderen, alle brauche ich ja nicht mehr bauen, das ist ganz gut. Dafür kamen auch zu viele Beschwerden rein. Mimimi, und jetzt bauen die anderen Kollegen alle bei YouTube Karten, dann brauche ich erstmal. Ich bin jetzt mal gespannt, was da kommt von den ganzen Kollegen. So, wo ist jetzt der Schwatt, der extra für die Karte ist? Jetzt bin ich mal gespannt. Kann der was Besonderes? Oder ist er einfach nur anders gefärbt? Dann wurde schon mal Werbung. Ja? Dann wird mal wieder Zeit, ne? Wieso kriege ich den nicht angekoppelt? Ah, jetzt. Ist jetzt hier der Käse drauf. Ja, ist berechtigt mit der Werbung. Scheint wohl nicht so gut anzukommen, die Karte. So, und was ist jetzt hier los? Achso. Ein mechanischer. Achso. Gibt ja schon her. Dampflok, moin moin. Moin 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 moin. Naja, wobei eine Sache werde ich mir noch bauen. Ob die veröffentlicht wird, na, weiß ich nicht. Dient auch eigentlich hauptsächlich zur Erklärung von einigen Sachen. Das wird auf jeden Fall noch kommen auf meinen Kanal. Wird das natürlich fortsetzen mit dem Bauen. Weil die Karte ursprünglich für den LS22 versprochen wurde, aber nicht eingehalten werden kann. Das wurde schon von der Moddergruppe bestätigt, dass sie das nicht mehr einhalten können. Dementsprechend war der Shitstorm groß. Ja, weil sie denken, dass ihre Hauptkarten das Verlangen danach ist, aber die Community wartet eigentlich auf die eine Karte und gerade die haben sie rausgenommen. Dementsprechend ist gerade bei Facebook überall Shitstorm. Das ist mir relativ wurscht, ich werde mir die selber bauen. Und werde die dann spielen, wenn es dann soweit ist. Sehe ich. Das Ding funktioniert. Ja, ja. Ich dachte zuerst gerade, ob das ein mechanischer ist, also ob ich den mechanisch einschalten muss. Aber so ist nicht der Fall. Sondern der ist läuft über Kardanwellen oder wie auch immer, ne? Richtig? Oder durch die Schwerkraft? Durch die Schwerkraft. Das ist ganz cool. Georg Müller! Dankeschön für die 10 Euro für Marina. Der freut sie sich wieder. Ne? Heute so schüchtern. Soll ich für dich die Tür aufmachen? Also. Hallo, die sperren. Ne? Dann nicht. Fährt der denn auch per Helfer? Dann könnten wir ihn per Helfer fahren lassen. Wir können uns mal den JD schnappen, um das Stroh runterzuholen. Zu schauen, wo das ist mit den Viechern, ob die Viecher auch so gehen ohne Mischwagen, das ist ja wichtig. Und da ja ein, wie das? Ja, wunderbar. Da ja auch ein Ladewagen, ein Bein gezumpelt da ist, würde ich natürlich ganz gerne mal drei Ballen pressen. Wie ungewohnt, ne? Ja, normalerweise beschleunigt der gefühlt gar nicht bei dem Original Giants Produkt und fährt ja auch nur 22, wobei der fährt auch 22 Seegrad. Also laut Tempomat, aber es fühlt sich eben schneller an.
jeden Fall schneller. So, Tempo, also okay, Tempo mal muss einmal 45. Ja, wenn das bei den Original Giants Fahrzeug so wäre, ne, dass der 45 fährt und so viel Leistung hätte, oh Gott, braucht man noch, ne, oder? Ja, das Eisenschwein mache ich gerne. Immer noch einer meiner Lieblingstraktoren, Original-Traktoren im Giants. Leider kein Frontlader, aber dafür hat man ja einen Steyr oder so. Den älteren, aber der Eisenschwein so zuerst gar nicht so, aber 190 PS, gerade wenn du kleine mittlere Hüfe spielst, ist the best. Aber komisch ist immer, sobald da ein Modder dran war, ist die Grafik drin nicht mehr ganz so scharf. Im Original ist das heftig. Original ist sexy. Sag nicht der Cooler drunter. Beiden reichen zum Testen, der Rest nehmen wir mit dem Ladewagen. Wir müssen mal gucken, ob das alles funktioniert. City High, willkommen beim Checkclub. Willkommen zurück, City High. Meine Freunde der Sonne, ich bin dann mal raus für heute. Ja, ich wollte mir die Map auch mal anschauen. Also Paddy, mal Chip, bis zum nächsten Mal. Ja. Dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst. Und Dankeschön, City High. Die Herzen sind für dich. Ich mach das mal zusätzlich markieren. Auf jeden Fall Dankeschön. Mutbrecher, weiß Bescheid. Kein Problem. Stand vorne, ne? Kriegt er ja nicht so gut hin. Ja, die Zwingungsbereifung, die würde ich irgendwann tauschen. Das würde mich hier nicht so. Ich mag die nicht so gerne. Ich weiß, woran es liegt und wofür die da ist, ist alles gut, aber. Morgen nicht. Pöttinger. Pöttinger in der USA. Eigentlich der Shootemaker. So. Zuhörer, halt, alles gut. Alles gut, fern. So, dann nehmen wir mal das Lose, gucken, ob wir das in die Halle reingeprügelt kriegen. Dann gucken wir mal, ob der Konsolen-Tierbug hier auch ist oder ob der nur Bockland ist. Weil jetzt sind ja Tiere schon im Stall.
So, da brettern wir da mal rein. Bei den Viechern. Kriegst du denn nicht durch wegen Zwillingsbereifung? Wie sehe ich das jetzt gerade? Alle hatten eine Kollision. Durch die Hallentore fahren, durch das Holz. Hä? Ja, nur so mal. Ist okay. Okay, das geht. Auf jeden Fall eine Karte, wo man so ein bisschen für sich rumbutschen kann, oder? Also da brauchst du nicht viele Fahrzeuge, du brauchst nicht... Spielst hier ganz entspannt. Wenn du so echt so in jeden Tag mal so eine halbe Stunde spielen willst, Stunde, übers Jahr verteilt, kannst du hier auf der Karte auf jeden Fall sehr gut spielen. Scheiße, ich hab den Bein vergessen. Wollte ich vielleicht mal mitnehmen. Auch sehr cool geregelt, ne? Hier das Gülle fast zur Erhebung, da hinten ist das Gülle Lager, damit die Erhebung besser in die Form reinpasst. Deutsche Karten im Test. Ja, also eingereicht sind deutsche Karten im Test, weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich gucken. Guck ich nachher mal. Case, der einzigste Originalträger von Giants, der ab einer bestimmten Drehzahl gut. Naja, einzig würde ich nicht sagen, der T8 New Holland, der hier. Und seit neuerdings, seit dem Update der JCB, der kleine, die haben ja alle einen Sound ab 18 km/h Drehzahl. Und. Alle anderen Fahrzeuge hören sich an wie eine Kardanwelle. Okay, es fühlt sich lose wie, das ist gut, das ist richtig gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Idee komme, hatte ich ja schon mal gesagt, Elm Creek hätte ich ja mal Lust, mir da einen riesen Hof oder, ne, dann könnte man das Stahlpack hier benutzen. Ich habe schon gesehen, außen ist eine Missplane, das heißt, innen drinnen ausmisten ist nicht. Auf jeden Fall, sonst verstehe ich den Misthaufen draußen nicht. Als das doch anders sein mag. Ja, Hof Babel hatten wir ja gebaut auf dem PC, sollte ja Hof Babel, für die Leute, die es nicht kennen. Gibt es ja von Agrarpicture, wollten wir ursprünglich als Karte rausbringen. Das, dadurch, dass aber andere Modder ihre Bergkarten bauen, wurde das eigentlich eingestellt. Ja, weil die Nachfrage nicht da ist. Die warten die immer. Aber dieses Hof Babel, das werde ich mir nochmal auf der Ederbach aufsetzen. Mich jetzt. Nein, nicht als Safe Game. Das ist ein Windfusch. Am Sabrina. Erik, willkommen zurück. Dankeschön für die Mitgliedschaft, Freund. Dankeschön. Und herzlich willkommen zurück, Erik.
Ja, da stellt man sich natürlich die Frage. Carlo, moin Paddy, like ist da. Carlo, danke schön. Ich stelle mir ernsthaft die Frage, ob man. Also Valley und Burgland sind momentan meine Favoriten. Ja, aber zu der Karte hier, also Kartenperformance, Verarbeitung top. Wäre jetzt auch schlimm gewesen, wenn auf einmal nicht mehr. Ja, bei Kalle Karten weiß man ja. Ja, USA-Karte, bei der allgemeinen Community kommt das jetzt nicht so gut an. Jetzt würde sich die Frage gestellt werden. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Kalle ja immer gefragt hat, früher ja, nachher kommt das nicht an. Also Nordkarten, Ostsee, Nordsee, das kommt immer an, das ist klar. Mecklenburg-Karten kommen immer an. Polnische Karten kommen immer an und halt die Klischee-Karten, Berg, ne, Alpen, Tirol, alles, das kann man machen. Das kommt immer gerne an, vorausgesetzt, es ist gut gemacht. Wenn Kalle natürlich sagt, ja, ich baue irgendwann mal ganz alleine für mich eine Alpenkarte oder Tirol, noch ein Ticken schärfer, das würde ich hart feiern, also Betonung auf alleine. Ja, weil sobald ein anderer mit drin ist oder so, dann ist der andere sein Charme drin oder seine schlechte Qualität. Nee, nee, nee. Also wenn Kalle Ermer mal sowas baut, das würde ich noch hart feiern oder vielleicht eine Mecklenburg-Karte oder so. Traue ich ihn auch gut zu, weil er die Butchern als Nordkarte ja auch 1A hinbekommen, ne? Muss man einfach sagen. Bearbeitung, alles passt. Ne, mit den Deutschschafen. Also wenn Kalle irgendwann auf die Idee kommt, wie gesagt, eine mecklenburgische Karte zu machen, eine MVP, so wie die MVP 19, und er wird irgendwann noch bauen, eine Tiroler Karte, nicht unbedingt Alpen, bei Alpen macht jeder zweite, das ist Pisse. Ja, bei Alpen brauchst du keine Megaberge, da kannst du geschwungene Felder, bei Tirol oder so, das wäre hart geil. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall, ja, mit Steilhängen und sowas meine ich, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn er die beiden machen würde, boah. Cooler Schwatt. Ja. Ist aber auch eigentlich so im Spiel. Und zwar. Müsste eigentlich geben. Nicht mehr. Das ist der. Doch, den gab's mal. Ne? Also, das ist ja eigentlich ein Schwatt hier aus dem LS19. Der wurde rausgenommen. Der einzige, der noch so ist, ist wie der, aber der ist auch mechanisch. Den gab es doch mal so im Spiel, oder nicht? Hat den Giants rausgenommen? Ich sage ja, alle guten Sachen nimmt Giants erstmal raus. CDI Mitgliedschaft verschenkt. Eine Mitgliedschaft CDI Thomas Reinecke. Ja, Thomas, hast du eine Mitgliedschaft bekommen? Auf jeden Fall CDI, danke schön. Bin raus, schönen Abend, bis später allerseits. Anni Bruna, bis später. Und später gute Nacht. Achso, später gute Nacht. Ich dachte gerade, hä? Wie? Den kenne ich nicht. Ja, von Giants kannst du ihn ganz normal noch runterladen. Also unter Giants im Modhub, ne? Musst du einfach beim Modhub auf Suche gehen, auf Giants, und dann ist der Schwatter da drinne. Im LS19 gab es den von Haus aus im Spiel, aber Giants hat ja so einiges rausgenommen. Weil die Wickel-Kombo V-Con zum Wickel, also die Flat, ja, ich komm nicht auf den Namen, also die wo du durchgehend wickeln kannst und fahren. Und sie wickelt hinten also in einen Durchlauf ohne Stoppen. Das sind ja alles Produkte, so wie auch Ladewagen. Hab nicht gesehen, das gab es alles im 19er. Dafür hat man mal Geld bezahlt. Und jetzt kannst du es als Motorrad laden. Also. Aber ich hatte ja zu Marina schon gesagt, ich so, ich weiß gar nicht, ob ich mir den nächsten Pass kaufen soll. Oder ob ich mir auch einzelne Produkte, wo ich sag, gut, das gefällt mir, kaufe ich mir. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich kaufe ja jetzt jeden Pass, und das schon seit, ja, jetzt im Januar sind 6 Jahre, 6 Jahre LS, jeden Pass, den es gibt, jeden DSC, jedes Sonderfahrzeug, alles kaufe ich, um es präsentieren zu können. Im Nachhinein,
Naja, wobei im Nachhinein gibt es einige Sachen, ja, das ist das Problem an der Sache. Ne? So wie das Holzgezumpelkram. Die LKWs finde ich cool, den Volvo-Trecker finde ich cool. Den man anders, ich weiß gar nicht, wie der heißt hier, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Klar im Blick. Sag ich auch gleich. Der hier. Den hier. Also jetzt nicht mit Kran, sondern ohne. Mit 236 PS. Und dann ohne Sicherheitszelle fühle ich immer so ein bisschen. Ne? Ich mache jetzt einfach mal Kennzeichen kurz an. Den finde ich ganz geil. Es war ein bisschen nervig, weil er noch die Krankamera hat. Das heißt, du kannst ihn von draußen fahren, von drinnen und verwinkelt vom Dach aus. Wobei so uncool ist es jetzt nicht. Ne? Aber es ist halt ein Mitteltunnelfahrzeug, der immer natürlich ziemlich nah an die alten Schlüter und an die alten Mercedes rankommt, aufgrund Mitteltunnel, so wie bei JCB ist das genauso. Die mache ich ganz gerne. Und den Volvo-Trecker, weil das echt, der reißt ja echt alles weg, ne? Aufgrund des Gewichts, 7,5 Tonnen, 140 PS, damit kannst du alles fahren. Unglaublich schön gemacht. Wenn der jetzt noch einen Frontlader hätte, wäre perfekt, wäre. Aber es soll ja nichts perfekt sein bei Giants. Kombuta finde ich auch in Ordnung, ich mag's. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Wie gesagt, es gibt so einige Fahrzeuge, die sind aus den Packs cool. Muss man einfach sagen, wie ist. Die fühle ich. Aber das sind nur einige Sachen. Wenn man die Fahrzeuge alle einzeln irgendwie kaufen könnte, das wäre geil. Ja, ist so. Ich würde mir so ein paar einzelne Fahrzeuge rauspicken, die ich haben möchte. Und da bin ich immer noch günstiger wie ein Pass. Ist so. Der Volvo gefällt mir auch, der Volvo ist cool, ja. Schön wieder hier zu sein. Schön, dass du wieder da bist, Erik. Dankeschön für die 12 Euro. Danke, danke, danke. Leute, ihr dürft mal ein paar Herzchen reinknallen für den Erik. Das wäre auf jeden Fall lieb. Und auch für den City High. Dankeschön, City High, für die 5 Euro. Mit drei Hippie-Hebos, die aus der Wäsche gucken. Was möchtest du mir sagen, City High? Auf jeden Fall Dankeschön. Vielen Dank, das freut uns, Erik. Ja, genau, das tut's auf jeden Fall. Erik geht raus. Genau. Ja, da kann nochmal was rein. Ja, da wird sicherlich auch Ballen gehen, aber wir machen das jetzt hier lose, sonst brauchst du ja 3 Jahre. Den noch anderen gelassen. Schon geil, ne? Das ist der Case. In Anführungsstrichen jetzt schlechter beschleunigt als der JD. Und der Original JD beschleunigt. Der Original beschleunigt schlechter wie der Case. Aber jetzt fährt er sich perfekt. Echt die Reifen mal tauschen. Ja, wir holen noch mal einen Satz Heu rein. Es kann liegen bleiben, muss ich nicht zwingend einlagern. In Amerika immer schönes Wetter. Nein, nicht immer, aber oft. Immer wir ganz großes Dankeschön an Erik und City High für die Donation. Sehr lieb von euch. Und auch herzlich willkommen zurück. An beide. Ne? Auch wenn man hier so fährt und schaut, ist doch alles ganz, also für US-Karten, außer jetzt die Elm Creek gesehen, ist das hier für mich die schönste US-Karte. Weil diese riesen Karten, da muss man auch so ein Typ für sein, ne? Also da muss man 24 Stunden drauf spielen oder am besten gar keine Arbeit besitzen oder keine Ahnung was. Diese riesen Dinger, die mag ich nicht, bin ich ganz ehrlich, das ist, also wo ein Feld, wo du 6 Stunden abernten musst, das fühle ich nicht, das ergibt mir jetzt nicht so. Ja, wenn jetzt einer sagt, ja, aber wenn du eine Mecklenburg-Karte hast mit Original-Feldgrößen und so, dann ist das auch relativ groß. Ja, aber da muss man sagen, da kommt ja wieder der Eigengeschmack des Wohnlichen, ne? Also das heißt, man kommt aus Deutschland, das ist natürlich wieder so ein bisschen, kann man sehen, wie man will. Aber amerikanisch auf riesig, ich weiß ja nicht so.
muss mal kurz die Musikliste neu machen, dann können wir noch mal eine Runde Werbung reinknutschen. Weil die ihr so ja gerne mögt. sagt ihr auf jeden Fall immer. Oder hattet ihr gesagt, mal rein damit. Ich muss mir die Karte in Ruhe anschauen. Also jetzt zum kleinen Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie ich jetzt hier so spiele, so von drinnen, ne, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht so. Es ist ja ein bisschen entspanntes Spielen, muss man ja sagen. Mit den Tieren und dann Ernte, dann vielleicht ein bisschen Popcorn herstellen kannst du hier. Und ein bisschen Pommes herstellen kannst du hier. Ne, das ist ja Produktion. Die Gebäude passen auch rein und so. Das ist schon, wenn ich jetzt hier so vor mir hinspiele, ist entspannt. Ist smooth, ne? Entschleunigt. Seht ihr, ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine, ne? So. Bei den größeren Karten, da musst du mal hasseln, damit du was erreichst. Da musst du riesig groß, noch größer die Maschinen und da musst du gucken. Hier ist das zum Beispiel eine Karte, also so, wenn ich sie jetzt hier so spiele und weiterspielen würde, das wäre jetzt so eine Karte, wo ich, ja, ganz entspannt spiele. Ich brauche ja noch nicht mal Mod-Traktoren, weil ist ja alles schon drauf auf der Karte. Mit denen hier würde ich weiterfahren, da würde ich aber nur die Reifen ändern. Ich mag diese breiten Dinger nicht. Den Case, den fühle ich, der ist geil. Der ist echt cool. Ladewagen kann dazu bleiben. Alles andere passt auch. Ja, wir werden dann in die Produktion gehen oder so, ne? Weil, ja, ich meine ja nur, weil. Milch. Dann haben wir Popcorn, Kartoffeln. Da drüben das Maisfeld schreibt mich für mich an. Aber war das nicht meins? Ne, ist nicht meins. Das Kartoffelfeld. Kartoffel für die Potatoes, für die Kartoffel, für die Pommes. Das. Ja. Das ist. Hatte ich eine Werkstatt? Doch, ich hatte eine Werkstatt. Ich mach mal die Reifen als Schmieler. Können ja breit sein, aber sie müssen Schmieler. Einfahren hier, herrlich. Karte im vielleicht zu Valley. Ja, aber Valley kann ich nicht nehmen, weil es eine französisch-italienische Karte ist. Also französische Karte ist Valley. Und das ist eine No-Mods-Karte. Und eine No-Mods-Karte hast natürlich eine gewisse Größe und alles. Puh, weiß ich nicht. Also auf Langzeitprojekt gesehen ist natürlich so Valley, da brauchst du gar nicht reden. Aber wenn du jetzt für dich hier so spielst und vor dir hinbuschelst. Wieso wäre das nicht angenommen? Was ist jetzt schon wieder? Ja, ist voll. Aber in The Valley haben wir das 0-Euro-Projekt, da muss man auch ganz klar sagen, beim 0-Euro-Projekt. Ich war schon mal echt zwischendurch am Überlegen, ob wir auf Valley den Langzeitprojekt machen. War ich am Überlegen, ne? Also wie gesagt, steht nichts in Stein gemeißelt. Aber da würde ich dann nicht 0 Euro, da würde ich den Originalhof, wird meine absoluten Lieblingsmods reinnehmen, ist ja ganz klar. Also wirklich absoluten Lieblingsmods, die ich liebe über alles. Aufgrund Performance-Grafik, habt nicht gesehen, kennt ihr ja. Und da würde ich die Karte spielen. Bis zum Erbrechen. Aber dann würde ich mir auch großartig nicht mehr die Mühe machen, irgendwelche anderen Karten anzugucken. Weil, sind wir mal ehrlich, die Leute, die Langzeitprojekte auf Karten spielen, die gucken sich keine anderen Karten an. Die gucken sich Träger an und so. Ja, das können wir auch gerne machen. Entschuldigung. Die gucken sich keine anderen Karten an. Ich musste mal kurz was schlürfen. Tja, vielleicht ist ja echt Valley die Karte. Von
allen Karten, das wird alles sein. Nee, da gibt's schöne. Ja, wir reden nicht von grafisch. Spielspaßfaktor. Spielspaßfaktor hat nichts mit Grafik zu tun. Das ist einfach, ob du dich lange an einer Karte halten kannst, wo du alle Produktionen hast, wo du alle Spielspaßfaktoren hast, wo du schöne Höfe hast, in Mehrzahl gerechnet. Und das wird gerechnet. Da wird nicht nach Schönheit. Wenn du nach Schönheit gehst, dann musst du auf die Rehbach gehen, aber Rehbach ist kein Langzeitprojekt. Wo ist jetzt hier die Werkstattbanner? Popel hier? Nee. Echt jetzt? Oh. Kalle, wir haben ein Problem. Kann ich von drinnen gehen? Nein. Wieso macht er unter Werkstatt Produktion auf? Was ist bei der Produktion? Aber warte mal kurz, wenn hier Produktion ist. Hier ist der Abschütz-Symbol für Produktion. Oder ist das keine Werkstatt? Ist das einfach der Trigger für Produktion? Aber dann wäre es doch kein Schraubschlüssel. War ich vorher, die Minibrunnen interessiert mich mehr. Die Minibrunnen interessiert mich nur dann, wenn ich die Karte komplett, wie schon erwähnt und wie auch schon mal gemacht, ich hatte ja einen kleinen Berghof, würde da glaube ich jetzt einen bestimmten Berghof drauf bauen, auf Maschinenebenen und würde die ganze Karte im Ganzen umbauen. Dass wir komplett mit Steilhängen und alles in Tiroler Optik haben, das würde ich bei der Minibrunnen machen. Ne? Sieht mehr nach Werkstatt. Normalerweise ist ein Werkstatt-Trigger, aber wir fahren jetzt mal zur Werkstatt. Sehen wir noch ein bisschen was von der Karte. Ist ja nicht so schlimm. Also Waldchen, die Karte im 19er aufgrund der Größe und der ganzen Höfe natürlich das 9 plus Ultra und das wären auf jeden Fall 5 Sterne und 100 von 100 Punkten, so nach Motto. Minibrunn hat aufgrund der Verarbeitung alles auch 5 Sterne, aber die 100 von 100 Punkten nicht, weil aufgrund der Größe. Wenn jetzt Top Ace sagt, ja ich mach die jetzt vergrößern, mega Porno. Und ich meine nur, dennoch auf Konsolen, deswegen auch die 5 Sterne definitiv. Weil es ist für jede Plattform zu haben. Das war ja bei weitem nicht, da war es ja nur PC. So, und jede andere Bergkarte, die kommt, setzt sich bei mir im Kopf definitiv im Vergleich aus. Im Bereich Minibrunn und Waldchen aus LS19. Bei Bergkarten gibt es halt selten, ne? Ach, sag mal an, hier geht's. Nicht mal geil, wenn du neue Reifen draufsetzt, Fahrzeug bleibt dreckig, Trägerreifen neu, so wie sich das gehört. Ist schon cool. Cool. Naja, ich habe da auch meinen eigenen Hof gehört. Der Originalhof ist nicht so dolle. Ne, der gibt's, gilt ja nur als Vorgabe, damit man keine 1000 Mods runterladen muss von Top Ace. Ja, er ist spielbar, der Originalhof, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist definitiv so. Und der Stall und die Gebäude sind auch angepasst auf Minibrunn, also mehr Füllmenge und so weiter, ne? Brauche ich nicht drüber reden. Aber fühlen tue ich den auch nicht, weil wenn ich ihn fühlen tue, würde ich nicht darunter immer Berghöfe und sowas bauen. Aber Minibrunn, das wird mich nochmal reizen aufgrund des geilen Baumenüs, muss man sagen.
Und man kann Bäumchen pflanzen und da nochmal einen richtig geilen, hochgradig sexuellen Berghof bauen und dann klein, ganz klein wirtschaften mit Agri und Tiere und Takri-Pack und wie die alle heißen, diese typischen Süd, ne, das würde mich nochmal antören. Bei Sivelli ist ganz klar. Bloß bei Sivelli wäre dann kein 0-Euro-Projekt mehr. Weil sonst, da würde ich den Originalhof nehmen und auch die Schweine, und ich würde auch gerne endlich mal das Thema Schweine wirklich mal anfassen, weil wir machen überall Anfang und spielen auch Schweine, aber wir kommen nie dazu, die Schweineproduktion in den Laufen zu bekommen, weil da die Vorbereitung zu lang ist, wenn man es richtig macht, ohne zu bescheißen, und weil die Vorbereitung zu lang ist und meistens dann wir schon auf einer anderen Karte sind. Und das sind so Sachen, die fühlt der liebe Paddy nicht mehr so ganz. Also, Minibrunn, Valley, ja. Burgland, wie gesagt, bin ich noch schwer verliebt. Also nicht schwer, sondern ich bin verliebt. Schwer würde ich nicht sagen. Ja, aber dafür hat die Karte zu viele Probleme in anderen Punkten. Die jetzt runtergepult. Wo habe ich den denn jetzt hingestellt? Ich spiele gerade dein Safe Game von der Ostseeküste, absolut Porno oder Hof. Ja, Ostseeküste, da wirst du lachen, wenn du sagst, kommt da immer noch mal ein Safe Game. Ja, von der Ostsee kommt noch ein Safe Game. Das wird mein Ending Safe. Wo ist denn jetzt der Ladewagen hin? Wo habe ich den denn jetzt hingestellt? Habe ich jetzt gesoffen hier oder was? Fahre hier schon wieder Rundtouren? Oder ist der hinterm Case? Nee, von der Ostsee kommt noch ein Safe Game. Das auch in Anführungsstrichen gleichzeitig für mich markiert ist. Wenn einer sagt, wieso markiert. Naja, Safe Games haben den Vorteil, wenn ich die Spielstände nochmal Bock habe, brauche ich nur das Safe Game laden. Muss nicht neu bauen. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber von der Ostsee kommt auf jeden Fall nochmal ein Safe Game. Das beinhaltet, also so viel kann ich ja schon sagen, ein Originalnachbau eines Originalhofes aus der Region. Ich warte nur auf einen ganz bestimmten, muss ich sagen, Kuhstall, der noch kommen muss, sonst kann man das nicht bauen, weil die Kuhställe, Mehrzahl, ich weiß gar nicht, Stiele, wie auch immer, die jetzt da sind, die passen nicht zu der Optik vom Original. Also das heißt, ein Originalhof wird nachgebaut, wird sehr aufwendig und mühsam zugleich. Mühsam in dem Sinne, ja, du musst ja die Karte runterladen, da lädt es automatisch die Hofgebäude runter. Bloß, sonst habe ich immer versucht, so bei, wenn es hochkommt, bei 7 Mods extra zu sein, wenn man jetzt ein Safe Game, da kann das passieren, dass das ein bisschen mehr wert aufgrund der ganzen originalgetreuen Nachgestaltung. Aber ja. Mein Dream wäre auf jeden Fall, das auch auf der Konsole zu schaffen. Ne? Und da wissen wir ja aus Vergangenheit, da musst du die halbe Karte von Bäumen befreien, ob du, damit du erstmal einen Baum setzen kannst. Da habe ich gesagt, da gucke ich ja immer mal in die Laufe der nächsten Tage, ob das überhaupt möglich ist, wie der eine oder andere sagt. Weil bei Nordamarsch zum Beispiel musst du ja 30 Bäume entfernen, um einen Baum setzen zu können. Und wenn du 50 entfernst, ist dann eine Freischaltung und bedeutet, du kannst automatisch dann Bäume bauen, wie du willst. Aber du musst sie halt entfernen, und das klappt bei der Ostsee nicht. Da musst du unglaublich viel entfernen, damit ein Bäumchen pflanzen kannst. Und dann sieht das vielleicht hier und da scheiße aus. Und da hatte ich mir gedacht, da werde ich mir immer mal die Mühe machen auf der Konsole, weil es wichtig ist. PC kannst du einfach More Trees reinmachen, aber das interessiert keinen. Nee, sondern ja. Bin ja alles gut bei dir. Ja, also sie ist aufgrund Mitgliederchat natürlich, hat sie mal entspannt. Ne? Also entspannten und kann sich mal entspannen und muss sich dann nicht mal mit irgendwelchen Sachen befassen. Kann dann auch mal ein bisschen zocken, ein bisschen smooth sein. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ne? Aber vielleicht wird das auch in Zukunft immer so sein. In Twitch ist es ja gang und gäbe. Und bei den großen YouTube-Streamern ist es auch gang und gäbe, dass der Chat immer zu ist. Beziehungsweise für Mitglieder.
Ob wir sowas machen, weiß ich nicht. Es ist aber definitiv entspannter. Das ist ganz klar. Aber ich muss trotzdem gleich noch mal kurz auf die Burg dann drauf. Die habe ich nämlich noch drauf. Nur ganz kurz einen optischen Vergleich für mich machen. Fürs Köpfchen. Das Köpfchen. Performance ist hier natürlich sehr gut, ne? Das muss man sagen. Naja, wenn man schon mal Urlaub hat, gibt es nichts Schöneres. Als Regen. Als Regen. Momentan ist draußen gutes Wetter. Aber das, also stark bewölkt, aber vorhin hat es gegossen wie das Eimer. Es ist schade, dass das Original Giants Fahrzeug nicht so viel Leistung hat und so schnell fährt, oder? Ich mag den gerne. Aber wie gesagt, ist ja auch mal Geschmackssache. Hatten wir jetzt Stroh bei den Viechern durch? Mhm. Machen wir gleich nochmal kurz den Sloth-Rhythmus an. Like-Button ist schon zu Tode gedrückt. Alles gut, moin moin Jens. Also das Heufeld würde ich im normalen Spielverlauf drauf lassen. Das Strohfeld, aufgrund dass es ein Erntefeld ist, wäre das immer... Ja. Gut, also wie gesagt, dass der Mechanikerschlüssel kein Mechanikerschlüssel ist, sondern ein Ernteschlüssel. Ist das hier auch so? Ne, hier kannst du diese kaufen. Und hier kriegst du die Erdbeeren. Da stelle ich mir natürlich ganz kurz die Frage, die will ich mir kurz selber stellen. Wenn ich das verkaufe, ist der Schlüssel denn drüben jetzt immer noch Erdbeerproduktion oder sind wir jetzt in der Werkstatt? Ne, wir sind immer noch in der Werkstatt. Aber warum? Ja, ist ein bisschen nervig, aber gut, scheiß die Wand an. Jetzt muss ich mir ganz kurz was überlegen. Wo ist denn hier das Schlafhäuschen vorne? Ja, ich will einmal in den dunklen Modus rein. Ja, ich will gucken wegen die Lichteffekte und so generell von der Karte. Das guckt sich ja nie einer an. Das möchte ich mir kurz angucken. Und dann, wenn man den Helligkeit vorlaufen lässt, ein bisschen Sonnenaufgang, Nebel etc. Ob das auch vorhanden ist. Ich mach mal kurz die Symbole aus, sonst sieht's pisse aus. Ja, ich mag die Symbole nicht. Aber das ist hübsch. Sein kleines Laternchen. Da hat's der Kalle, ne? Hier schön Bobo machen. Häuser sehr hell, sehr schade. Schade, dass das Sonnenlicht hier an den Häusern. Ja, aber das geht eher an Bernie, der muss eher das machen. Ja, wird wäre jetzt hier gelbes Licht, das wird so die Romantik rausholen. Und diesen Pack statt dieses helle Grelle. Aber gut, das ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Babyblauer Himmel hinten im Horizont. Da müsste die Sonne aufgehen. Wir lassen mal kurz den Zeitraffer laufen. Ne, da. Wo denn nun? Ja, wo wird sie gleich aufgehen? Da.
Schön roter Himmel, zu schwarz im Schatten, aber gut, das ist normal auf Konsole. Kommt noch Nebel. Ein bisschen. Betonung auf ein bisschen. Ein bisschen zu wenig, aber gut, das sieht einfach eine Erhöhung der Karte. Milchfett produziert und Gülle, also der Fehler, so wie bei den anderen Karten, dass man erst Tiere kaufen, verkaufen muss, der Fehler ist nicht da. Also die produzieren Milch, die produzieren Gülle, Beschreibungen und so braucht ihr, ihr könnt auch Heu reinmachen, ihr seht, es wird produziert. Lässt ihr ein Jahr durchlaufen, dann habt ihr umgerechnet bei der Menge, ja, ich schätze mal so, 65.000 Liter Milch könnte das hinhauen, also bei voller Tiermasse. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und 40 Tiere. Okay. Ich könnte nochmal was anderes ausprobieren, auch wenn das nicht wichtig ist. Das Gülle-Menü, das ist das Tiermenü. Für die meisten ist das nicht wichtig, aber ich will es trotzdem wissen. Falls einer mal fragt, kann man alles entfernen. Geht nicht. Das Lager ist nicht leer. Die Lager gehen alle verloren. Ja, ist okay. Macht er nicht? Echt nicht? Oh, Alter. Weil im Lager was drin ist, kann man nicht verkaufen, weil die Güte. Achso, da sind noch Hühner dran. Gehört das Gebäude überhaupt dazu? Weiß ich gar nicht. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist nicht zu verkaufen, weil da Güter drin sind. Wegen den Beinen oben oder was? Was aber nicht sein kann. Aber holen sie mal raus. Also normalerweise kannst du einen Stall verkaufen, auch wenn Güter oben drin sind. Also ihr wisst schon, im Dingster-Bumster-Dingster. Ja, ich will nur gucken, wo die Slots-Zahl hingeht, ob Deko bleibt, ob das überhaupt zu verkaufen ist. Kann auch sein, dass es so eingestellt ist, dass man es gar nicht verkaufen kann. Das ist ja bei den meisten Mod-Karten so. Seit neuerdings, dass man gar nicht verkaufen kann, damit man die Karte in Modders Augen nicht verhunzelt. Ich denke mal, das liegt wohl daran, dass der Modder dann denkt, nur er kann gut bauen, andere nicht. Gibt es aber Tricks für, da kommen wir dann zu, wenn wir so weit sind. Wird in Zukunft auch noch schlimmer, dass man nicht mehr umbauen kann. So. Gut, bei festen Höfen wäre das kein Problem, dann fühle ich das. Weil da muss die Karte nahezu an perfekt sein. Dann ist es mir... Das ist nur Deko. What? Echt jetzt? Das ist nur Deko. Ich dachte, das wäre meine. Und nicht mal das ist mir vergönnt. Kalle schaut nett aus. Ist die neue von Kalle? Ja, ja. Nett ist aber immer der Freund von Scheiße. Wie soll ich das jetzt verstehen, Jens? Also die meisten Leute haben gesagt, schöne Karte. Gut gemacht von Kalle. Kannst das Haus nicht verkaufen, ich krieg die Krise. Ja, dann holen wir das gleich mal aus dem Lager raus, was da drin ist. Ist ja kein Problem. Kenne ich ja gar nichts, ne?
Ja, ich weiß, sind Tiere drin. Schweinestall ist geil eigentlich, ne? So mit nach oben und unten und so, ist schon hart geil. Ja, der Hof an sich ist cool. Also ich würde, wenn jetzt einer sagt, was machst du da? Ich will gucken, ob alles weggeht, wenn man es weghaben will, unbedingt. Wenn jetzt einer sagt, ja, wenn du das jetzt spielst und dies und das, wird's. Nee, also ich würde hier. Lass ich mal stehen kurz. Jetzt habe ich keinen Kipper oder so, ne? Ich würde das stehen lassen. Also ich hätte jetzt keinen Anlass dafür, das zu verkaufen, weil. Bei mir ist das so, wenn du dir Karten baust oder Safe Games und hab nicht gesehen, wenn du denn selber spielst, hast du eigentlich keinen Bock mehr zu verkaufen oder umzubauen oder so. Safe Games, die mache ich ja nur für euch. Meinte damit, auf ersten Eindruck gefällt sie mir, muss mir den Stream dann später nochmal anschauen. Jo, jo, alles gut. Das Ballenlager. Das Ballenlager. Also wenn man den Originalhof spielt und sich mit der Karte beschäftigt, man braucht 4 Mods. Und die Karte, und ich, also wenn ich die jetzt spiele, so, ne, so auf den ersten Eindruck. Ich würde hier gar keine Mods drauf nehmen, weil die Traktoren, die man hat, also der Case, der alte Case und der JD reichen mir völlig aus. Du brauchst auch nicht mehr. Alles andere ist nur wieder Eigengeschmack, aber es passt zur Karte. Den LKW, bin ich ganz ehrlich, den fühle ich jetzt nicht so. Da hatten wir nicht Probleme, aber also bei Großernten in Amerika kenne ich das mit den LKWs. Bei großen Feldern, aber nicht bei kleinen, da kenne ich das nicht. Da kenne ich das höchstens mit einem Umlader. Den würde ich vielleicht verkaufen und zum Hänger tauschen oder irgendwie so, ne? Aber da kannst du auch ein Original nehmen. Sonst würde ich hier auf der Karte gar nichts machen. Ich würde die einfach nur spielen. Das ist ja auch der Sinn der Karte. Das dürfen wir nicht vergessen, weil viele pochen immer mehr und immer extremer auf Landscaping. Ja. Wenn man das Spielen auf Bauen auslegt, ja. Ton auf Bauen auslegt. Aber das Einwurf, da haben wir nie was reingeworfen, deswegen irritiert mich das gerade. Was für ein Ballenlager. Also nebenbei erwähnt. Wer hat das geschrieben? Christian, das ist ein Ballenlager. Wo soll denn das Ballenlager sein? Habe ich noch nicht gesehen, das Ballenlager. Wo soll das sein? Schmeiß mal rein hier. Echt jetzt? Verfickte Scheiße nochmal. Wieso? Oh, ich kotz ab, ey. Das ist doch auch eine amerikanische Marke. Welche? New Holland? Nee. New Holland wird aber in Amerika stark vertreten, ja. So wie auch JD und Case, aber ne. Innen drin ist der Trigger. Wo du auf der Konsole nicht rauskommst oder reinkommst. Hast du die Ernte ins Silo geschmissen? Der Trigger hier. Den hier. Ist das einzeln aufgelegt? Hoffe ich doch.
Oder gehört er mit zum Gebäude? Kommst du nicht hin? PC wird's hinkommen, Konsole kommst nicht hin. Ja, das abfuckt schon wieder. Das ist ja schon wieder nicht so ein bisschen fuck, sondern richtig abfuckt. Aber ich habe doch gar keine Beine oder irgendwas reingeschmissen. Ah. Ah. Ah, jetzt weiß ich, wie du meinst, Christian. Ja, toll, kein Frontlader, ich bin begeistert. Rockstar. ja. Na, wobei, ich brauche noch gar nicht kaufen. Jetzt, wo es ausgelagert ist, müsste man es verkaufen können. Oh. Ja. Das geht nicht. Das ist ja pfiffig. Das kriegt man nicht weg, warum auch immer. Ich könnte also immer noch Erdbeeren produzieren oder Salat. Also da ist ja wie so ein Fehler drin. Das war ja ursprünglich die Werkstatt, aber die funktioniert nicht. Also das ist der einzige Fehler. Wenn man das als Fehler sehen kann. Jetzt müssen wir mal ganz kurz verkaufen. Mietgerät weg. Und ins Baumenü 800. Zwei Slots. Ich denke mal, wenn dieser Trigger hier für Erdbeeren, wir nennen es jetzt einfach so mal, Gemüsetrigger, wenn der weg wäre. Ich gucke mal, ob der Baumreste. Da ist was. Noch sehe ich gerade. Dein Lego. Geht man auch nicht weg. Die Steindeko bleibt und das angebliche Erdbeerfeld, wo eigentlich kein Erdbeerfeld ist. Das Thema hatten wir ja schon mal. Also, überbleibt Steine, Textur. Und die Erdbeerproduktion, die eigentlich Werkstatt ist, ist hier Erdbeere, die kriegt man nicht weg, warum auch immer. Alles andere könnt ihr wegnudeln. Und Zaun geht auch nicht weg, weil der hat keine Kollision. Die Beine müssen ausgelagert werden. Die hätte man natürlich bei den Tieren reingefeuert, dann wären sie weg. Wenn einer sagt, kann man da jetzt trotzdem bauen? Naja, gut, die Werkstatt kannst du nicht benutzen. Und du hättest oder müsstest so bauen, dass du die Steine, die auf dem Boden sind, mit in deiner Optik hast. Außer du willst jetzt woanders bauen, weil es gibt ja. Hast du nicht deine Ernte in die Silos geschmissen? Nee. Die ist ja weg, die wird ja mitverkauft. Aber hier ist auch noch Baufläche. Das war da, wo Feld 14 ist, ne? War das nicht Baufläche? Dahinter? Wo man denkt, das ist ein Erntefeld, dabei ist es Baufläche. Hier ist Baufläche, genau. Baumenü. Kann man was mit anfangen. Also hier das Dreck. Schotter, dunkel, Schotter, hell, Gras, Untergras ist da, Pflastersteine sind da. Ist denn Matschboden also Standard? Aber das große Standard, was gibt es auch das kleine Standard? Das ist das kleine Standard an Dingsbäume. Auch das Standard, nicht das große Standard, aber das kleine. Ja, Gebäude ist klar. Warmhäuser, dies und das ist da, ne?
Die Tiere sind natürlich auch da. Misthaufen. Ah, da fällt mir gerade ein. Gab es hier nicht eine Pferdeweide? Hofproduktion ist das. Oder verkauft sich die Weide gleich mit? Ja. Wo sind die? Also Hofproduktion bleibt da und ist... Hofproduktion ist gekennzeichnet als Schraubschlüssel. Also wie Werkstatt, ist aber nicht Werkstatt, ist Produktion. Werkstatt gibt es auf dem Hof nicht. Also ich für meinen Teil, und da bin ich ehrlich zu euch, ich würde hier gar nicht bauen. Ich würde das Original so spielen. Original ist hübsch. Das ist krass, wie wir gerade sehen, ist Ehrengrad krass, ist ja pfiffig. Oh, egal. Und daraufhin kann das Land nicht verkaufen, ne? Ach, ja, das heißt, ihr seid genötigt, das Land zu behalten. Du kannst es nicht verkaufen, weil da die Scheißproduktion noch drauf ist. Die Hofproduktion, aber die muss doch wegzumachen sein, das kann doch nicht wahr sein. Ammo. Ja, Produktion Deko geht nicht weg, das heißt, ihr könnt nicht das Land verkaufen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wäre aber trotzdem. Wisst ihr Bescheid? Slots. 801 Slot. Ich gehe davon mal aus, wenn man die Produktion und die Deko noch wegbekommen würde, wären das glatte 800 Slots. Aber wie gesagt, ihr müsstet hier Bäume entfernen, alles grün, Symbole immer auslassen und ihr das dann könnt ihr nicht verkaufen, ihr müsst ja was anderes draufknallen. Kann natürlich auch sein, dass die Frontsymbole, glaube ich nicht.